Achim, der Muslim, wie geht's Ja, dir? super. Super, mir geht's Ja. eigentlich gut. Ich bin aber krank zurzeit. Aber dann Ah, wollte ich gute mich fragen, Besserung, Allah ist wie. schafik. Besserung. Ich wollte mal fragen, wie es den Islamas so geht. Also wie läuft das Leben? Seid ihr gesund? Ja, Kann ich klagen. Alhamdulillah. Okay, das ist gut. Super, super. Alhamdulillah. Salami. Genau. Subhanallah, subhanallah. Genau, die weiß gar nicht, was sie Okay, sagt. wird Aber gerade gut. mal echt jetzt hier. Wir wollen hier die Koranschule. Ja, wie läuft das Leben? Ist das Leben Ja, wolltest du langweilig über was zurzeit? Nee, Wichtiges ich wollte reden nur oder fragen, wie willst du über langweilig meine das Leben. Unterhose reden jetzt? Wirklich jetzt? Nee, doch, Du doch, willst ja doch. verteidigen, ne? Nee, Warum ich nimmst will du nicht jetzt verteidigen. Ich persönlich? will nur fragen, wie langweilig zurzeit das Leben bei euch ist, weil ihr habt ja nichts anderes zu tun, außer andere Religionen zu beleidigen, ja. Ja, Was ist schlimm darf daran, ich das? andere Ich darf Religionen? das doch, oder? Nein, wir beleidigen deine Religion nicht. Deine Religion ist eine Beleidigung für sich. Ah, okay. Ja, Nur genau. meine Und Religion deine für sich? Religion ist eine dreckige Religion, die muss man auch nicht verdrücken und so weiter, ne? Ah, Genau, richtig. Das ist okay. eine ekelhafte, menschenverachtende Religion, richtig. Ah, wusste ich nicht. Ja. Und ich Genau. bin Gerade für was los? Frauenrechte. Ja, Jawohl. genau. Aha, Ja. richtig. Ja, wir akzeptieren keine Religion, das Kinderehe erlaubt und so weiter, ne? Das Okay. akzeptieren wir Dann dürft nicht. ihr auch ja das Christentum und das Judentum Ja. sehr krass verleugnen, also dann Wir hassen, verleugnen ja. alle Was drei sagst du denn dazu, Kampfhorn. dass es Das ist. Kinderehe im Islam erlaubt, ihr Stein Allah subhanahu wa ta'ala hat es Warte erlaubt? mal, Was sagst du dazu? beantworte meine Frage. Dann Komm, hast du was ja, sagst du dann dazu? hast du Was ja. sagst du dazu? Hallo, warte doch mal. Sag Ja, doch wir mal. sind doch hier kein Schämst du Interview. dich? Sag doch mal, das bleibt doch nicht. Schämst du dich? Warte mal. Lara hat dich gefragt, bitte antworte Auf jeden oder. Fall. Ich habe Ja. zuerst gefragt und dann kann mir doch gar nicht Nee, du dazwischen hast quatschen. angefangen, wie geht es euch? Nee, nee, Ja, nee, nee, alles gut, ihr chillt. Nee, nee, nee. meine Frage Nee, war jetzt antworte jetzt erst. die Lara. Antworte die Ja, nee, Lara. die Lara muss jetzt erst mal warten, weil die. Das nächste, was du sagen kannst, ist die Antwort auf Ja, die Lara. Lara hat ja doch für mich keine Rechte. Die darf ja nicht reden. Er hat kein Wort bei mir. Du kannst. Antworte, Du Antworte, Intelligenzbestie, ich bin keine Antworte oder Muslima, geh ich runter. befolge Das nicht den interessiert mich ja nicht. Du Islam. bist ja am Ende Ich des Tages befolge nicht Antworte den oder geh runter. Islam, also muss ich mich auch nicht unterdrücken lassen von einem Islam. Also Aha. von was, von welchen Du Rechten warst ja doch redest du? vom Ich habe Islam. keine Man hat dich doch in islamischen Mekka Rechte, gesehen mit der richtig. Burka Und und all dem ich Kram, halte mich Lara. doch auch nicht an die Lara, du islamischen hattest doch Regeln meinen an, deswegen Freund, rede der ich war als noch Frau. Muslim. Aber Ja, oder deswegen nicht? rede ich doch als Frau. Also was Ja. sagst du denn dazu, dass die Ja. Kinderehe im Ja. Islam erlaubt ist von deinem Okay. Allah? Von deinem Okay. Allah? Was sagst Okay. du Ja, von dazu? meinem Allah. Ich Ja, finde es dass er super. Ich Kinderehe finde es perfekt. erlaubt. Ich find meine Ach, Religion perfekt. du findest Ich finde perfekt, meine dass man ein Religion Kind perfekt. heiratet. Wow, Ah, krass. okay. Stehst du da, dafür wirklich jetzt? Wie bitte? Du bist Ja, damit ich stehe einverstanden? dazu, was ihr sagt. Ja, natürlich, ich stehe dazu, Der hat was gerade ihr eben sagt. gesagt, er steht. Oh nein. Ich stehe dazu, wozu ihr, So, der hat was es ihr zu meiner aufgenommen. Religion sagt. Weil ihr habt ja doch, ich muss ja von euch lernen. Ja, am Ende des Du Tages seid ihr weißt schon, diejenigen. dass unsere Streams verfolgt werden. Du weißt es Ist ja schon, kein so Problem, ist beobachten. ja doch alles schön und gut. Du Ist hast ja. gerade Ja, eben aber zugegeben, dass natürlich, der anonym kann er sagen, was er will. Ne? Also genau. wärst du Okay, jetzt da ist wirklich keiner ein Mann, anonym. wirst du Das deine ist Kamera anonym. einschalten und sagen, ja, ich bin Richtig. für Kinderehe. Richtig, genau. Ja, aber natürlich versteckst du dich hinterm Genau, schwarze richtig, Punkt und richtig. sagst, ja, ich bin Das für die ja, Kinderehe. richtig, Ja, genau. so sind die Moslems Ja, genau so heutzutage. sind wir, genau, Ja, richtig. versteckt und ja, ich bin für die Kinderehe, Jeder. ich bin die Aber auf jeden Fall, Sklaverei. was sagt ihr zum Christentum, zum Judentum? Wie sieht Ist es bei auch euch aus? Kacke. Christentum ist auch Kacke. Christentum ist auch Kacke. Okay, weiter. Ah, Jetzt weiter mit dem Islam. Christentum ist auch Kacke. Und was ist mit Genau. dem Islam Judentum? Was ist findest du? Kacke. Gehört Christentum ist alles in die Kacke. Alles gleiche ist Tonne. Kacke. Genau. Ja, Alles in der okay. Mülltonne. Und Aber weiter? warum prägt Und man so nun? krass den Islam daraus? Weil wir Weil ihr Extremisten sind. Muslime die lautesten seid. Ihr seid die Wir Muslime lautesten. sind Schaut die doch mal in lautesten. Hamburg. Schaut doch mal in Hamburg, Wow. was ihr gemacht habt. Ihr wolltet sofort die Scharia und so weiter. Und dann wunderst du dich, wieso die Menschen gegen euch sind. Was sagst du denn Okay, dazu, deine okay, Brüder, was die hier für okay. komischen Aufstand gemacht haben? Sag Aber doch was seid mal. ihr? Aber Findest du das in Ordnung? wir sind ja Denkst du gerade denn, dass die hallo, wir Menschen müssen hier dann ruhig guten bleiben, wenn sie Abend. solche komischen Sachen von euch hören mit Scharia und so ein Müll? Also ganz ehrlich, erwartest du, dass die Menschen dann ruhig sind und euch feiern? Was Ja, sagst du natürlich. dazu? Sag Warum? doch mal. Warum denn nicht? Ich soll mich ja doch Bitte? feiern. Ich soll mich Bitte? doch feiern. Darf ich kurz Was? reden?
Nein, warte mal, Dino. Was hast du gesagt? Erwirtschaften. Also, ich stehe dazu natürlich. Also, ich brauche das. Ja, also, dann wieso wunderst du dich, dass die Menschen gegen die Muslime sind? Wieso wunderst du dich? Das ist doch eure Schuld. Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann müsst ihr mit solchen Aktionen rechnen, dass man den Islam nun mal widerlegt und kritisiert. Das ist ganz normal. Wir sind nicht in einem freien Land, oder? Bitte? Dürfen wir uns nicht hier, haben wir hier keine Religionsfreiheit? Ihr habt eine Religionsfreiheit begrenzt? Begrenzt? Wie, wo steht Grenzen? Das, dass wir eine Begrenzung? Die Ungläubigen setzen euch Grenzen ein. Ihr dürft eure Religion nicht komplett ausleben. Wer sagt das? Ich. Wir sagen das. Wir sagen ihr? Das. Wer seid ihr denn? Wir sagen zu Allah, Allah, stopp, du darfst nicht weiter. Du darfst nur erlauben, dass deine Leute, deine Diener fünfmal am Tag beten und so. Mehr dürft ihr nicht. Ja. Und der Scharia von Allah kann da sich wieder ins Internet. Wieso lachst du jetzt so verzweifelt? Wieso ist sie jetzt so verzweifelt? Ich lache nicht so verzweifelt. Ich lache von deiner Dummheit, was du da redest. Hä? Nee, du bist voll verzweifelt. Du hast jetzt gar keine Argumente. Ich habe keine Ahnung, was du da redest. Hey, Laila. Wenn Muslime so blöd darf lachen, ich kurz reden? Primitiv. Ah, okay. Ihr habt jetzt nur Angst. Also darf ich kurz reden? Nee, ich habe keine Angst. Ich habe absolut gar keine Angst, weil die Scharia wird niemals kommen. Scharia wird niemals kommen. Okay. Ihr seid die ganze Zeit nur am Jammern, Meckern, Bellen, die ganze Zeit. Ihr seid sowas von verzweifelt. Also, ihr sollt echt mal lernen, mit der Zeit mitzugehen, euch zu integrieren, die Menschen zu akzeptieren, bevor ihr Akzeptanz wollt. Erstmal akzeptieren, bevor ihr Akzeptanz wollt. Genau, und dann können wir weiter. Also am Ende des Tages sind eure Ängste und eure Verzweiflung. Nee, wir haben doch keine Angst. Wir haben keine Angst. Obwohl, warte mal. Doch, ich habe tatsächlich Angst. Ich habe Angst. Weißt du, von wem ich Angst habe? Ich habe Angst von dir. Von mir? Ja, von dir habe ich Angst. Warum hast du Angst von mir? Ich tue dir nichts. Dass du mir was antun könntest. Warum? Ja, ich habe Angst von dir, dass du jetzt vielleicht eventuell vor meiner Haustür stehst oder keiner am Morgen oder so und mir was antust. Doch, ich habe Angst von dir. Und wieso sollte ich das tun? Ja, weil du, ein fanatischer Islamist bist. Wie bitte? Weil du für die Scharia bist und ich bin gegen die Scharia. Wenn die Scharia ist, muss jemanden zusammenschlagen, weil er sagt, ja, die Scharia gehört hier nicht hin. Nee, aber du weißt, was der Prophet gesagt hat für einen, was hat der Prophet denn gesagt? Den Islam verlässt. Ja. Was passiert dann, wenn der Islam verlässt? Wird? Murtad. Ja, was passiert mit ihm? Was passiert denn? Anscheinend kennst du dich gut aus. Ja, sag mal. Ja, erzähl mal, was passiert dann? Ja, soll ich dir jetzt erklären, deine Religion erklären? Du weißt doch, du bist doch offen. Was passiert mit Murtad? Was passiert denn mit einem Murtad? Was passiert mit ihm? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sag du es mir. Was hat der Prophet gesagt? Weißt du nicht? Nee, ich weiß ja gar nicht. Ich bin doch am Ende des Tages nur derjenige, der den Predigern nur zuhört und tut, was sie sagen. Ah ja. Ja, genau. Jetzt erzähl mir mal. Bin ich ein Prediger oder was? Du bist doch am Ende des Tages der mich aufklären sollte über den Islam. Ja, genau. Ah, richtig. Aber wenn man sich mal den Konsens dazu anliest und welche Konsens? Die frühere was? Zeit mal dazu zu. Frühere Zeiten. Ich habe gedacht, das für die Ewigkeit. Du erzählst du jetzt was vom Kontext? Ah ja, stimmt. Sorry. Tut mir leid, ich bin Jahel. Ich darf doch nicht dazu. Aber warte mal, wenn du so ein Jahel bist, wieso heißt du denn La ilaha illallah? Ja, ich stehe dazu. Zu La ilaha illallah. Zu was stehst du? Zu La ilaha illallah. Als Jahel stehst du La ilaha illallah. Wow. Ich bin ja ein Unwissender. Okay, weiter. Ich habe mal noch eine Frage. Wenn du ein Jahel bist, woher weißt du, dass deine Religion die Wahrheit ist, wenn du so ein Jahel bist? Ja, nee, ich befolge ja am Ende des Tages nur die Sitten und meinen Eltern. Also es geht ja nicht weiter. Ja, genau, oh Gott. Also am Ende des Tages. Darf ich mit ihm reden, bitte? Nein, am Ende des Tages. Darf ich mit ihm reden? Ja, natürlich, Carlo, natürlich. Nein, damit es am Ende des Tages genau verstehe, ihr habt einfach nur Angst, weil wir so groß werden. So verstehe ich das am Ende des Tages. Eure Angst ist es, am Ende des Tages, eure Angst ist es, weil wir so groß werden. Ihr seid eine Ihr werdet groß. Die sagen, ja, die mach ihn stumm mal bitte. Nee, ich rede nicht mit dir. Du musst erst mal Deutsch lernen.
Alter, guck mal, dein Allah kann auch kein Deutsch. Erstmal. Ja, doch, er kann alle Sprachen, mein Lieber. Nee, der kann kein Deutsch. Gib mal ein Wort auf Deutsch, was er Allah geschrieben hat. Lern erstmal. Mach deine B1. Ja, da braucht dein Allah B1. Ich brauche nicht B1. Ja, Abschiebung, raus mit dir, du Flüchtling. Raus. Wow. Land. Ey, pass mal auf. Geh, pass was mal auf. Machst du hier? Verschwinde. Ja, pass mal auf. Verschwinde. Pass mal auf. Wenn weißt du nicht warum, annimmst, das ist weißt du, warum ich hier hingekommen bin? Ich habe euch in Irak auf den Arsch getreten. Weißt du das? Und jetzt seid ihr hier dran. Ja, ja, IS-Leute. Du bist ja die IS-Leute. Okay. Ja, jetzt seid ihr hier dran. Raus. Ich kenne die IS. Du bist hundertprozentig IS-Leute, Mann. Ja, wir sind ein Freund miteinander. Ich bin auch. Ja, ich weiß. Das dauert ja, nicht lange. Ja, ein Kind von mir ist. Du bist ja nicht mal 15-Jähriger. Du bist ein Kind von mir ist. Verstehst du? Damals haben die Jarias genommen und haben die Jarias vergewaltigt und da kommt raus. Solche Miss. Ich verstehe dich akustisch überhaupt nicht. Kann man nicht mehr in der deutschen Sprache mächtig ist? Doch. Du hast mich gut verstanden. Ich schwöre, ich habe kein Wort verstanden. Weder akustisch noch sprachlich. Nix. Ja. Kann niemand sprechen mit mir, der die deutsche Sprache. Oh, Carlo, jetzt hole ich Fisabilillah. Ja. So, was soll ich wissen? Kennst du Arabisch? La ilaha illallah. Kennst du Arabisch? Nee, ich weiß nicht, was das ist. Wie willst du mit Allah sprechen, Mann? Ich bin noch am Ende des Tages. Ich muss doch euch zuhören. Ihr seid ja, aber wie willst du mit Allah sprechen? Muss ich für dich Dolmetscher sein da, oder was? Oh, geh runter und zuhöre von unten. Nee, du nervst ehrlich. Hallo, Fisabilillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Wie geht's euch heute? Kannst du man dich ein bisschen Mikrofon, man hört gar was. Sehr weit. Hallo? Kannst du deinen Ton regulieren oder dass man dich besser hört? Assalamu alaikum. Salam, aber du bist sehr, sehr weit, man hört kaum was. Kannst du vielleicht einen anderen Kopfhörer oder rausnehmen oder was weiß ich, irgendwas machen, dass man dich besser hört? Ja, ich hab Kopfhörer drin, weißt du? Juhu. Dann mach die weg. Sprich von. So, ich stumm dich, wenn du das machst mit den Dings, kannst du wieder dich anstummen und sprechen. Hallo, Mido. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich wollte diesem Ilallah fragen, wenn der so ein stolzer Muslim ist und alles so friedlich ist, wollte ich ihm gerne fragen, wie das mit der Demokratie ist. Ist das vereinbar, Demokratie und Scharia? In welcher Welt? Das ist gar nicht vereinbar. Das ist. Ja, das widerspricht sich. Er sagt ja, wir wollen ja auch unsere Religionsfreiheit hier. Dann frage ich auch, wo haben wir unsere Freiheiten in den islamischen Ländern? Ja, Carlo weiß ja, woher ich hier komme. Also, es gibt auch Christen, es gibt Jesiden, es gibt auch Atheisten, es gibt Juden, es gibt alles. In keinem einzigen islamischen Land. Hier schreibt ein Albaner, ja, der sagte in Albanien. Ja, es kann in der Praxis und in der Theorie sind immer zwei verschiedene Sachen. Ja, es gibt auch in der Türkei, sagen sie, ja, die Christen sind erlaubt oder im Irak, aber die sind eingeschränkt. Die dürfen nicht mal pupsen, ohne zu fragen. Also fragen und danach pupsen, so oft rum, ja. Ja, der will seine Religion hier in Deutschland leben, er kann er von mir aus leben, das ist kein Problem, das ist Demokratie, aber privat bitte. Nicht, kein politische Ambitionen, kein Scharia und was weiß ich was, grausame. Die leben nicht mal ihre eigene Religion hier. Die wissen das ja auch, dass das falsch ist, aber auch egal. Mido, ganz kurz, was hast du gerade eben über Albanien gesagt, was? Weil einer schreibt, nur in Albanien oder in den ganzen 57 islamischen Ländern habe ich gefragt, wo andere ihre Religionsfreiheiten haben, außer Muslime.
Also in Albanisch sprechen Kosovo, die haben mit dem Islam nichts zu tun. Das ist kein islamischer Staat oder muslimischer Staat. Geh mal bitte, beweg dich mal in Albanien ganz, ganz frei. Kannst Nido, ich bin Albanerin, ich komme aus dem Kosovo. Hab ich ja mitbekommen, ja. Aber ja. Ich sag so, geh mal in einen Bezirk, wo rein Muslime sind. Lauf mal da quer durch. Hör mal zu. In Kosovo wird der Islam nicht praktiziert. Da sind die Frauen freizügig, da betet fast kaum einer. Sie sind nur namentlich Muslime, dies, das, jenes. Such dir bitte ein anderes Land aus. Kosovo hat mit Islam nichts zu tun. Weil es ja auch ehemalige Kommunismus war und hatte 70 Jahre lang, sage ich mal, auch im ganzen Balkan war das so gewesen. Heute, schaut dir mal bitte an, wer die schlimmste oder aggressivste Muslime sind. Das sind ja überwiegend aus dem Balkan, die jetzt kommen. Ja, auch überwiegend, sage ich mal. Mido, Entschuldigung, Mido, ja, kurz, nur kurz. Wir reden nicht über Menschen. Menschen interessieren uns. Wir reden nur über Texte, weil es gibt zwar 1,8 Milliarden Muslime und keiner hat den gleichen Islam wie der andere. In meiner Familie keiner tickt wie der andere. Die sind alle Moslems. Ja. Jeder versteht Islam auf seine Art. Deswegen wollen wir nicht mischen hier die Gläubigen mit dem Islam. Wir kritisieren nur, wenn du über die Muslime redest, das klingt so rassistisch. Ist auch rassistisch, strafbar. Aber wenn wir über die Texte reden, da kannst du bis morgen reden, ist kein Problem. Kommen von den Texten, nicht von den Menschen, von den Texten. Wenn im Text steht, die Kafir, die Ungläubigen, diese Heuchler, das ist keine Beleidigung. Aber doch, das ist Beleidigung. Das ist eine Beleidigung. Das ist Beleidigung für Käfer, aber du kritisierst jetzt gerade eine Religion. Und eine Religion darfst du laut Verfassung kritisieren, ist kein Problem. Aber halt Menschen darfst du nicht angreifen, egal was die... Also, verstehst du mich? Die dürfen das überhaupt allgemein auch aussprechen und lesen und dann sagen, das stimmt, aber was im Koran steht. Also sind das doch diese Menschen, die das lesen und aussprechen und praktizieren, die... Nehmt es doch in Wort und also auch in der Tat. Also. Ja, aber das Problem ist Allah und sein Prophet und nicht die Menschen. Die haben halt geglaubt, wie anderen Religionen, die glauben auch. Das sind nicht die Menschen, das ist Allah, der das erlaubt und sein Prophet. Der Kinderschänder. Naja, gut. Ja. Mido. Ja, bitte. Wo kommst du hier, wenn ich fragen darf? Ich komme aus der Türkei. Ah, Türkei, ja. Maschallah. Baku. Ja, hallo. Gibt es im Paradies Schafe Peperoni? Schafe Peperoni? Es gibt Flügel, weil die Beduine, die essen nur Flügel und Reis. Deswegen gibt es ja, das Erste, was du kriegst, ist Flügel. Die reden nur von Flügeln. Scharfe Weiber. Ja, aber es gibt kein Thunfisch oder Lachs oder so, das kennen die nicht. Ne? Also diese Schafe Peperoni gibt es nicht im Paradies. Oder Schwertfisch gibt es nicht. Ich liebe Fisch. Nein, ja, aber Koran steht. Nur Flügel und Reis. Okay, dann bringe ich mit. Gar kein Problem. Okay, wollte ich nur fragen. Na, ich hole mal noch ein bisschen Koran hoch. Hallöchen. Ah, hallo. Das ist doch kein Koran. Ich will nur kurz was sagen. Ja, bitte Leute, beleidigt euch gegenseitig bitte nicht in TikTok, es wird alles aufgenommen. Das ist nicht so schön, passt einfach auf euch auf, Leute. Fertig. Na, geh mal in islamische Seiten und guck mal da. Nein, ich lasse euch nicht provozieren. Da wird beleidigt keinen und sagt einfach nur ciao, Leute, okay? Danke. Ein freundliches Miteinander, ciao. Aber wen meinst du, haben wir beleidigt? Alle, nein, ich meine jeden, alle zusammen. Hier? Wir sind doch alle Menschen. Muslime beleidigen. Aber hier haben wir einfach Muslime. Wenn du eine Religion beleidigst, sind Muslime. Religion, das ist nochmal ein Mensch. Schau mal, Aaron. Hier, Köpek. Ne? Schreibt er mir gerade. Aaron. Anane. Tamam. Das ist die zensierte Version. Oh, Carlo. Nein, seine Fatma.
und seine Aisha. Hallo. Oh Mann, warte, ich guck mal. Warum Peygamberi, Peygamberi, Carlo? Annesini, Kvretma. Ihr seid echt verflucht, das merkt man. Echt? Sind wir verflucht? Wusste ich gar nicht. Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Okay. Ja, ich hab ein paar Baroni gegessen, ich weiß doch. Deswegen kommt nur sowas raus. Ja, Carlo, das brennt noch mal zweimal nach. Dino, Carlo, bei uns die Ehefrauen, die ihren Männern nicht trauen, ne? Die geben denen so viel Schaf im Essen, ne? Dass sie die nicht betrügen. Ach so. Ja, ja. Und ich sag, warum ist mein Essen scharf? Ach so. Ja, du kriegst, wie die Ärzte sagen, kennst du das Spruch von der Ärzte, die sagen, falscher Freund? Das ist, wenn du pupsen willst, aber da kommt braunes Ding raus. Das ist falscher Freund. Das ist medizinischer. Beim Essen tut weh und beim Rausgehen tut auch weh. Ich habe eine Frage. Was ist das UFO? Oh, noch so ein religiöser. Aber aus der anderen Richtung. Ups, der ist weg. Leider. Marco, wie lange machst du das eigentlich schon? Also von Lara, du machst es 3 Jahre, oder? Mhm, circa. Nee, ich bin neu auf TikTok. Also, Marco ist Frischfleisch. Ja, ein paar Monate. Ja, aber ich war auch auf YouTube, aber halt andere Sprache. Okay. Ja. Aber Lara, ich bewundere deine Geduld. Ich habe Geduld, echt? Ich habe das schon oft bemerkt, ja doch. Okay, gut, danke, cool. Ja, meinst du das mit den Beleidigungen und... Oh, wir sind durchtrainiert hier, hatte ich keine Sorge. Also wenn jemand keine Geduld hat... Dass ich nicht zurückbeleidige? Nee, ich beleidige. Also ganz nee, ehrlich, Leute, wenn jemand keine Geduld hat, dann ist die Lara. Also was für Geduld? Ja, ich könnte das nicht jeden Tag aushalten. Ach so, ja. Das, also ich Lara, sag mal kannst so, du die von oben bis unten beleidigen, aber wenn du sagst Kosovo, was hast du gesagt? Ja, das ist bei uns eigentlich, bei uns Kurden und Albaner fast gleich. So, ja. Guck mal, ja, wirklich. Wir ticken gleich. Da kann beleidigen, wie er will. Aber sobald er sagt Kurden, da kommt, werde ich auf 180 sofort. Ehrlich. Nee, bei mir ist es so, ich kann mein Land kritisieren, alles gut und Dings, aber wenn ein Fremder das macht, das wird ein bisschen schwer. Bei mir genauso. Aber ich bin keine Nationalistin tatsächlich, also ich kritisiere selber Kosovo, da gibt es viele Sachen, also nee. Ja, komm ich bei uns weg. Auch, ist das so. Bei uns sind das Schlimmste, die sind die Schlimmsten. Am meisten, die mich beleidigen, sind die meine Landsleute. Aber das tut gut. Das tut gut, wenn die mich beleidigen. Wisst ihr warum? Weil die wissen genau, worüber ich rede. Deswegen, die haben keine Argumente, nur beleidigen. Wirklich. Das ist wirklich so. Die wissen genau, worüber ich rede. Die wissen genau, wo ich liege. Und die kommen, wenn die auf Kurdisch reden, die sagen, stimmt, hast du recht. Hast du recht. Was? Du wurdest eingeladen? Nee, ja, ich habe dich nicht eingeladen. Wer denn? Ich weiß nicht. Meine ist schon zu spät, ne? Ich bin zu doof. Was bist du? Bist du Muslim? Was bist du? Bist du Muslim? Alhamdulillah. Ach, Alhamdulillah, bist du ein Albaner? Nein, ich bin was ganz, ganz anderes. Kommst du nicht drauf? Echt? Schickedem, schickedem. Was? Du kommst nicht drauf. Carlo, erklär mich, Dings, sag mal, was hat er gemacht?
Das ist Tarkan, das ist Tarkan-Lied. Nein, ich bin was vor ein paar hundert Jahren mal hingekommen ist und dann verscheucht wurde und dann wieder hingekommen ist. Salami alaikum. Alaikum salam. Oh, das Bild muss nicht sein. Das sieht zu hübsch aus. Das ist mein richtiges Bild. Das ist doch Jesus. Ah, Jesus, bist du das? Yeah. Jesus. Oh nein. Ah, Jesus. Ja, endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet. Ein bisschen zu früh, oder? Der Weltuntergang. Nein, alles cool, Digga. Der bringt uns eine Botschaft von Jesus. Aaron, schau dir mal, der wieder das bringt uns eine Botschaft von Jesus, was? Frauen zu Christentum kehren oder Atheisten werden. Atheisten? Erklär mal, was ist denn Atheisten? Atheisten glauben an gar nichts. Ah. Also, sie richten sich nach der Wissenschaft. Naja, das ist fragwürdig. Ah, okay, ja, das kann man zurzeit ja auch. Nur weil sie nicht von Gott überzeugt sind, heißt das nicht, dass sie sich an die Wissenschaft halten. Die meisten Atheisten haben einen IQ, der unter 100 ist oder 90 sogar. Da wird nicht vom Wissenschaftsbezug geredet. Gut, ja. Das haben aber viele Gläubige auch, ne? Das stimmt. Also, die haben das doch mit den Spaghetti-Monster, ne? Ich bin Anhänger der Pastafari. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft von 28 Millionen. Und wir huldigen das heilige Nudelholz und glauben an das Spaghetti-Monster natürlich. Ja, das habe ich mir auch mal angeguckt. Ich bitte euch, das zu akzeptieren. Ne? Das akzeptiert auch jeder, aber muss keiner ernst nehmen oder lustig finden. Ach. Das ist eine anerkannte Glaubensgemeinschaft. Ja, normal. Ja. Muss man so akzeptieren, wie es ist. Ja. Kann man auch diskutieren und darüber reden und dies, jenes, aber man muss es akzeptieren. Das ist das Ziel. Tun wir doch, denn der Herr hat uns allen mit einer Sache ausgestattet, die wir alle gemeinsam haben, den freien Willen und den Respekt. Ach so, ich habe gedacht, Penis. Genau. Nein, so. Von uns haben kein Glied. Wir haben keinen freien Willen, typisch Andi. Also, wir haben einen marginalen freien Willen. Wie denn kontrolliert? Tausendmal, aber anscheinend willst du es nicht kapieren. Ein freien Willen ist es doch zu haben, das zu glauben, was man will, oder? Und du glaubst an nichts oder glaubst an das? Nicht freiwillig entschieden, das zu glauben, was du willst. Ja, dann hast du einen freien Willen. Ja, nicht im Islam. Wenn du rausstehst aus dem Islam, ist bye-bye. Was bedeutet denn, einen freien Willen zu haben? Darf ich kurz erklären, damit du das auch verstehst? Ich bin heute Moslem, Nachmittag bin ich Buddhist. Ja, genau, das ist ein freier Wille zu sein. Ja, und? Ist es im Islam erlaubt? Natürlich nicht. Ja, siehst du. Aber wenn du austrittst, trittst du aus. Nee, wenn du austrittst, verlierst du deinen Kopf. Wenn du jetzt die Schahade aussprichst, dann bist du ja sowieso wieder drin. Es soll ja nicht dazu gemacht werden, wieder rein und raus, rein und raus. Ja, weil, aber dann stimmt es, was ich sage. Wenn du rausgehst, verlierst du deinen Kopf. Du hast 3 Tage, entweder zurückzukehren oder du verlierst deinen Kopf. Also ich glaube ja, wenn du austrittst, bist du ein Pferd. Warum? Also. Woher so toll? Mit dem Pferd? Na, Pferde treten aus. Also für mich freie Wille, wenn jemand geboren wird und wird er irgendwann bestimmte Alter, wo er seinen Verstand versteht, ne? Und dann fragt man, willst du Religion haben oder nicht? Und nicht, ich bin gebürtiger Muslim, ich bin gebürtiger Christ. Das ist kein Freiwillig. Nein, da muss man erstmal die Schahade aussprechen. Guck mal, ich wüsste zur Zeit, was ist wirklich richtige Glaubenserkenntnis oder dies, jenes zur Zeit. Diese Welt ist sowieso bei dem Untergang bereit. Also. Schon wieder, ja. Warum denkt ihr nur an Sterben? Ich bin sowas von Depri drauf. Du bist so jung und denkst an Sterben. Du hast ein Büchlein in der Hand her, Jesus. Und ihr seid beide Muslime. Ja, Leute, ich muss ja arbeiten. Guck mich doch an, ich bin hier um 3 Uhr nachts bei euch drin. Wie soll es mir denn gehen? Ja, hast du was getrunken? Nein. Was denn? Das ist ein Zeichen. Ich glaube, ich gerne rauche. Ist Haram, aber was soll ich machen? Ist meine Ich gehe zur Arbeit. Hi, Leute. Was schon wieder? Gute Nacht, hallo. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und beleidigt euch nicht gegenseitig. Man kann auch Spaß haben und diskutieren. Das sind die Religiösen wie du, die beleidigen.
falls du mitgekriegt hast. Tschüss, Carlo. Ciao. Ich höre euch von unten. Hallo. So, kleiner Jesus. Was wolltest du sagen? Was geht, mein Baby? Ja, ich muss was nicht so. Was wolltest du sagen? Was zu erzählen? Ja, ich habe eine Menge zu erzählen, so, aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ja, okay, du hast nichts zu erzählen. Wir können uns gerne über die Singularität unterhalten, zum Beispiel. Oder über. Um 3 Uhr morgens willst du eine Singularität erzählen, Mann. Komm, hör auf. Nee, wir können uns unterhalten, ich will dir nichts erzählen. Singularität. Oh, das ist süß, das Bild. Ja. Das ist dein, dein Imam oder dein Priester, wie du willst, such dir einen aus. Da muss ich dich leider enttäuschen, Digga, ich bin Atheist, ich habe nichts mit Glaube am Hut, Alter. Ja, ja, ein Atheist, der ein Porträt vom Jesus... Digga, das ist mein Gesicht übrigens, ne? Warum willst du Jesus so nacheifern? Ich bin eine Kunstfigur im Rahmen der Kunstfreiheit, wir leben in einer Demokratie. Richtig, aber Kunst bezieht sich auf Kreativität, du bedienst dich aber schon erhanden an Themen. Das ist ja in der Kunst auch vorhanden, man kann ja auch Kunst weiterentwickeln und davon lebt ja auch Kunst, ne? Andy, geh nicht drauf, das ist ein Moslem, der schämt sich für seine Religion und der kommt hier getarnt, um Christen schlechtes Bild zu machen, ne? Ja, warum seid ihr Christen? Das ist die neue Taria von den Moslems. Weil die sich schämen, ihren Religion, die können die gar nicht verteidigen. Das ist aber vorurteilhaft. Ich bin einfach nur ein fucking Atheist. Nee. Mein Freund, ich bin älter als du und ich kenne euch wie meine Hosentasche. Okay, ich bin 2024 Jahre alt. Mach das mal nach. Ich bin eine Kunstfigur. Was für du bist eine Witzfigur, kein Kunstfigur. Richtig. Aber warte mal, ich glaube, der ist wirklich Atheist. Der tut ja eigentlich so lieben. Also hätten sie sich beim Islam so getraut, würde ich sagen, die haben Eier. Nee, ich glaube, der kann mir die Kante. Ja, die Methode, die bestätigt. Ja. So. Wo sind meine Brüder? Wo sind die Sunniten? Sunnah al-Jama'a. Kullen Namen. Kullen Namen. Schlafen. Schlafen. Okay. Ich glaube, das war ein schöner Abend. Und wir haben viel Koran gehört, mashallah. Ja. Und morgen machen wir weiter, glaube ich. Ja? Oder seid ihr noch fit? Wollt ihr noch weitermachen? Ich gehe zu Andy, falls er die Bibel liest. Er hat eine super. Schöne Texte, die er mal liest und aus der Bibel, er hat eine schöne Stimme. Gib mir 5 bis 10 Minuten und ich gehe live. Bin da. Alles klar. Gottes Segen. Okay, Leute, ich bedanke mich bei euch alle an die Geschenke, an die Leute, an die Zuschauer und eure Kommentare, gut oder schlecht. Jede Kritik ist gute Kritik und bis zum nächsten Mal, ja? Macht's gut. Passt auf euch auf und eure Lieben auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das sind Träume, das sind Wunschvorstellungen. Das ist ja, ich kann dir den Teil nicht zeigen. Jerry. Ist mir egal, was ein Hadith du zeigst. Jerry, ich mach Screenshot. Ich nehm's mit in den Grab von dieser Nummer, Hadith-Nummer. Ich nehm's mit in den Grab. Merkt ihr das? Ich mach dir meine Tasche. Ich sag, wenn Allah, ich sag hier. Ich hab Hass. Allah, wir sagen, halte dich am Koran. Ich hab dir den Koran gegeben. Nein. Abu Majid, lauf nicht weg. Was, lauf nicht weg? Das sind Träume, die du hast. Das sind Fantasien. Wieso Träume? Das sind Fantasie. Da steht doch, du musst nur die Schahade aussprechen. Damit kannst im Feuer, weißt du? Wenn die Sonne vom Westen kommt und Dings und Islam, die Türen Ich zeige dir diesen Hadith gleich. Du kannst mir den Hadith zeigen, der von den Christen klassifiziert wird. Keiner. Geh doch in Bukhari drin. Ein Hadith, guck mal. Es gibt ein Hadith, erklärt über die Sonnenbewegung. Ach, das ist ja ganz klar. Abu Majid, guck mal. Die Ungläubigen, aber guck mal, Abu Majid.
Es gibt ein Hadith, der erzählt über, wenn die Sonne in den Westen kommt. Ich erzähl dir. Abu Dhar hat den Propheten gefragt, ob Prophet von Allah, wo geht die Sonne nachts hin? Allein diese Frage macht keine Logik. Der Prophet sagte, nur Allah und der Gesandte wissen am besten. Und dann Mohammed sagte, die Sonne, sie macht eine Runde und dann nachts, die Sonne geht unter der Erde und sie niederwerft sich den Thron von Allah und dann bittet um Allahs Erlaubnis, dass sie am nächsten Morgen wieder die Runde machen kann. Und Allah erlaubt es der Sonne, bis ein Punkt, es wird kommen nachts, die Sonne wird sich niederwerfen, aber Allah wird es nicht erlauben. Und dann wird die Sonne an den Wiederausgangspunkt zurückkommen vom Westen. Und dann fängt Yom Kiyam an. Glaubst du an diesen Hadith? Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass die Sonne Runden um die Erde macht? Ich glaube, dass die Sonne sich auch also er sagt, guck mal. Und Allah sagt auch im Koran. Die Sonne geht nachts, sagt Mohammed. Die Sonne geht nachts. Ich wiederhole. Du hast Wissenschaft in der Schule. Die Sonne geht nachts? Macht doch keinen Sinn, mein Bruder. Die Erde macht Runden. Wie die Sonne geht nachts? Die Sonne geht nirgendwo nachts. Da muss man das Arabische lesen. Was genau? Oder auch das Arabische. Du kannst den ganzen Hadith auf Arabisch lesen. Das ist halt ganz genau das, sagt er. Ganz genau, mein Bruder. Ey, Abu Majid, die Sonne dreht Runden. Oh, der Prophet war wahrhaftig. Ich will nicht hier zu debattieren. Ich will nicht gewinnen, Abu Majid. Ich will keine Debatte gewinnen. Ich will hier keine Debatte gewinnen, wenn du denkst. Bruder, ich will nur zeigen. Das macht keinen Sinn, mein Bruder. Ich bin doch selber Exmus. Denkst du, ich gewinne was? Habibi, der Koran hat so viele wissenschaftliche Wunder. Ja, Gott, ich muss sagen, es ist auch keine Debatte. Natürlich. Oder denkst du, die ganzen Leute konvertieren einfach so? Denkst du, die Leute sind dumm? Okay, Wissenschaft. Denkst du wirklich, die Leute beschäftigen sich vorher nicht mit den Schriften? Aber mal gucken, was richtig ist. Guck mal, Marcel, krass. Energieingenieur. Glaubst du, dass die Welt auf einem Wal ist? Denkst du, der hat sich nicht mit dem Koran beschäftigt, bevor er den Islam angenommen hat? Glaubst du, dass die Welt auf einem Wal ist? Wie bitte? Glaubst du, dass die Welt auf einem Wal ist? Was ist das schon wieder für eine Märchenstory hier, Alter? Das steht im Koran. Warum lachst du? Guck mal, ich hab den Koran sowohl auf Deutsch als auch auf Arabisch gelesen. Was heißt nun? Du, Jahl, kannst ja nicht mal ein Harf Arabisch und dann wirst du mir sagen, ich kann nicht Arabisch, aber ich bin anscheinend schlauer als du. Ja, in deinen Träumen kannst du schlauer zu sein. Was heißt nun? Geh doch drauf ein. Warum? Ja, guck mal. In Tafsir ibn Abbas, da steht irgendwie so, da kann er nun, da steht im Koran auch, Bruder. Da steht nun, ihr soll der Wald sein, der die Erde hält. Bei Tafsir ibn Abbas. Unter ihm ist ein Stier, unter ihm ist Kieselstein und nur was da drunter ist, weiß nur Allah. Und dieser Hadith gibt es auch bei der Schia. Genau das gleiche gibt es bei der Schia. Da steht und, auch und man weiß von einem Fakt, dass Schia und Sunni ein paar Hadithe teilen. Von einem Fakt weiß man das. Glaubst du, dass die Wahl ein Wahl trägt oder nicht? Was? Glaubst du, dass die Welt ein Wahl trägt oder nicht? Faxmacher, zeig mir mal Ayat und Sura, bitte. Surah Qalam, Tafsir ibn Abbas. Surah Qalam, Nun, wal Qalam li yastaru. Ja, aber welche Ayat? Das ist die erste von Surah Qalam, genau die erste. Tafsir ibn Abbas. Da beschreibt er, wie er sogar Dings hat. Er hat erstmal den Stift erschaffen. Ja, guck mal, der Koran hat viele Sachen, mit denen ich ein Problem habe. In der Tora, da steht Gott schwört nur auf sich selbst, gell? Weil es gibt nichts anderes. Aber hier in den Koran, Allah schwört auf den Qalam. Sagt, wal Qalam, sagt Allah. Und Allah sagt, wal Thin, wal Zaytun, sagt er. Der sagt, er schwört auf einen Baum und er schwört auf eine Olive. Moment, das ist warum schwört Allah auf ein Geschöpf? Das ist kein Schwur. Doch. Was redest du da, Faxmacher? Verdreh mal hier nicht die Fakten. Doch, guck Tafsir, bitte. Da steht Allah schwört auf die Zaytun. Ich schwör's dir. Waltini wa Zaytun, der schwört wirklich, Allah schwört auf Geschöpfe. Allah schwört auf den Qalam. Er sagt, den Qalam. Diese Uhr, der schwört darauf. Glaubt er jetzt, wenn Allah sagt, wa al-Asr, die Welt einen Wahl trägt? Ja, der schwört auf al-Asr. Ja, was redest du da? Guck Tafsir, Mann. Der lacht über seine eigenen Schriften. Nein, ich lache nicht über meine eigenen Schriften. Wir diskutieren darüber. Ich lache über das verlorene Verständnis, die einige Menschen. Nein, aber guck dir Abu Majin, gib mir eine Sekunde, ich komme mit dem Tafsir, okay? Soll ich den Tafsir zu 68 lesen? Dies mit Wahl? Mach das mal aus. Ja, sorry, ich such das gerade. Lass das an, mach das nicht aus.
Mach das wieder an, das kommt. Ja, der sagt dir, dass die Erde ein Wald kriegt. Mach das mal sofort aus, ja. Mach das mal an, damit eure Satane weggehen. Aua, na. Da steht, die Erde trägt einen Wal, Mann. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ja, Gehirnwäsche, Digga. Wa sallam ala nabina Muhammad. Gehirnwäsche, ist okay. Ja, ja. Ey, Abu Majid. Guck mal, wie schön, und das Glaubensbekenntnis. Allahumma salli wa sallim. Er ist Psychose. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sorry, wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim. Weißt du, was du gerade sagst, Abu Majid? Du sagst, wa ala ali Ibrahim. Guck mal, wie schön der Islam ist. Guck mal, wie schön der Islam ist. Du sagst, Allahumma salli ala Muhammad, hallo. Du sagst, Allahumma salli ala Muhammad. Du sagst, oh Allah, bete für Muhammad. Aber ich komme gleich mit dem Tafsir. Allahumma salli ala Muhammad, Segenswünsche für den Propheten. Ja, mashallah. Ja, mashallah. Faxmacher, du kannst diese unwissenden Juhala-Christen täuschen, aber mich nicht. Sag. So, hast du es mit jemandem schwarz auf weiß da steht, man. Du hast es mit jemandem zu tun, der die Sprache drauf hat. Was redest du? Ich wollte die Sprache nicht können. Zum Beispiel einen, wie wusstest du, das ist ein Hamar, sogar den kannst du täuschen, aber mich nicht. Digga, nur Verblendete denken, dass man Sprachen nicht übersetzen kann. Die haben sogar von Ägypten diese Hieroglyphen übersetzt. Arabisch kann man nicht übersetzen. Bro, Digga. Ich höre von 50 Kilometer raus, dass dein IQ bei 2 stehen geblieben ist. Alter. Ja, aber immer noch höher als deiner. Bei dieser Sura schwört Allah einen Eid mit 4 erschaffenen Dingen. Allah schwört bei der Feige Walthini wa Zaytun. Wo steht, warte mal? Surah 95, Vers 1. Allah schwört, wenn er sagt Wal, er schwört Wal Asr. Ja, er schwört auf Asr. Ich zeig dir Wal Asr. Wal Insan. Wie ist der andere Satz, Bob? Ich kenne noch die Surah halbwegs. Ladina amenu wa amilu salihati wa tawassur bil. Geh mal auf Ibn Kassir, was er sagt. 95, 18, mal gucken, was der sagt. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn er sagt, wenn er auf das Zeitalter schwört. Das ist ja nichts, was jetzt, was ist das, was soll das sein? So muss Gott schwören, junger Mann. Ja, Gott, dein Gott schwört selber in der Bibel aus sich selber. Und wo? Wo? Ich auf 100% schwört er aus sich selber. Ich weiß es. Ja, wo? Sag doch. Ja, ich wusste gleich. Doch. Gott in der Bibel sagt, wenn Gott schwört, dann nur auf sich selbst. Ja, aber er sagt, es gibt nichts, auf was er sonst schwören sollte. Doch. Aber das Ding ist, hier, Gott schwört auf Erschaffung. Keine Ahnung, wusstest du, das ist ein Hamar, der weiß doch gar nicht, der kennt doch seine Schrift nicht mal. Aber ja, Gott schwört, wenn schon, schwört auf sich selbst, aber er wird nicht auf erschaffene Dinge schwören, weil nix. Aber hier, der Problem ist, Allah schwört auf erschaffene Dinge. Zeig doch mal Ibn Kassir, Faxmacher. Murili Ibn Kassir. Guckt, aber da steht nichts wegen Schwören. Also ich lese, ob vielleicht an der Stelle steht. Eigentlich. Selber Yachmar, ne? Wusstest du? Heul mal ein bisschen leise, was ist los mit dir? Ich heul nicht, Bruder, Mann. Was greifst du mich an, ohne Grund? Ich greif dich an, aber du sagst mir, zeig wo und der weiß nicht mal deine eigene Vers, oder was? Warum muss ich das dir sagen, wenn du mir das vorwirfst? Du bist doch dann in der Verteidigungspflicht. Wenn ich dir sage, dass die Welt von einem Ball getragen wird, dann bringe ich dir was. Ja. Und ich weiß, dass es nicht so ist. Das Schwören ein, Abu Majid. Erklärt nur, was heißt. Erklärt nur, was heißt. Okay, und was sagt er? Also er geht nicht auf das Schwören ein. Aber wenn er sagt, Wall, er schwört, laut andere Tafsir. Das steht auch, die Moschee von Nur heißt, die auf dem Berg Al-Judi gebaut wurde. Mujahid sagte, es ist diese Feige, die da ist. Fax macha asah, wir raja'a al-Islam, Allah, raks al-Khatar. Was ist? Ach komm, Mann. والله كنت اقول لك الاخو والاخو انا مش كوريك ولا مش مين اخ كوريك تو دي ابو راني زاك والله كنت خايف بك واقسم لي كامي وني شاخ ده سلاش فيني شو مش فاهم ايش اخ عكس من ايش بقول du bist ein guter, du bist ehrlich. Ich feier dich, weil du bist direkt ehrlich. Ich hatte noch nie so einen Muslim, der, oder direkt auf den Punkt, aber, oder ich meinte auch gut für dich. Eben, weil du so ehrlich bist, mein Bruder. الله يهديك اخويا الله يهديك ولكن عاد عندك الوقت ان شاء الله الى ربي غادي يخلي لك الروح ديالك غادي تشوف غادي يفتح لك العينين ولا دوزي اشتخخ زي ما بشفتين ولا du denkst also bist direkt die Wahrheit ist so richtig tief drin ولا صاحبي تاكد فهم العربيه وما فهمتش ما خرجت للاسلام يعني يا صاحبي شنو هادشي يا صاحبي
المنكر واش بغيت نقول واخا واخا استنى استنى شنو شفت شنو شفت في الدين تاع النصارى يعجب لك الرسول ديال الحب نقول لك الصح واش ربي سبحانه وتعالى ما سميتوش الودود في 99 سميه ديالو ربي لكن الله قال لك الله قال لك زي ليب تو ذا غلويبينغ اند هارتس ان اونغلويبينغ الله كيقول الله الله يحب المنطهرين الله يحب المسلمين الله يحب المسلمين لكن الله ماشي يحب الكفار واخا علاش ربي يحب كفار هما يعني هو خلقهم يا ديس بيغ بلدي اشافن هات هما ماكي زاكت ان ذا بيبل يخليبا الله egal ob كفار ولا nicht يا بس das alte testament sagt was anderes was hat der alte testament gesagt Das Alte Testament sagt ja laut, wenn du glaubst, dass Isa Rabbi ist, dann sagt er ja auch, weil der Gott des Alten Testaments ist ja Jesus, nach soweit ich weiß, ja. nach eurem Verständnis, der sagt ja, ja tötet ja. alle Frauen und Säuglinge, die nicht an mich glauben. Was machen nicht, wir dann? Nein, nicht die an ihn nicht glauben, aber man, lass sie doch, das steht. Guck mal, bei Moses, es gibt keinen Vers in dem Alten Testament, der sagt, kämpfe für die Expansion der Religion. Es gab ein Vers, ja, greif sie an, weil diese Leute haben angegriffen. Aber was ist mit den Kreuzrittern? Guck mal, Ziel des Angriffs war nicht, die Religion durchzusetzen. Guck mal, wirklich. Keiner kann in den Judentum betreten, weil Jude warst du nur in der Blutlinie von Jakob. Gott hat davor die 7 Gesetze von Noah für den Rest der Welt gegeben und die Gesetze von den Moses nur für die Juden. Und dann, wo der Messias gekommen ist, hat er die alle in einen Bund genommen. Aber diese, also zum Beispiel dieser Vers, ja, sie haben die, es gab diesen Krieg, ja, aber der Ziel war nicht, eine Religion zu expandieren. Das war kein Krieg. Das war ein Volk, was über 400-500 Jahre ungläubig war. Musstest du sagen, leise, bitte, lass die mal reden, ja. Nein, das stimmt, was er sagt. Es waren Leute, aber Martin, das stimmt, es waren Leute, die 400. Die haben ihre Babys TikTok-Sport geopfert, die haben Rituale gemacht, die waren du meinst, Sport von Amalek. Warte, hör doch zu. Gott hat den 400 bis 500 Jahre gegeben, dass sie zurückkehren. Bestimmt. Die sind nicht zurückgekehrt. Ja. Und diese Menschen, was du gerade gesagt hast, das sind die, die ungläubig waren, die das verfolgt haben und die Leute, an deren Haustür, sag ich mal, so blutbeschmiert war und die einen sozusagen... Aber guck mal, nicht das ist der Punkt. Nicht das ist der Punkt. Guck mal, in Islam der Punkt ist, Kämpfe, um die Religion zu expandieren. Aber die Kämpfe vom Alten Testament, das Ziel war nicht, ja, das Judentum zu verbreiten. Jetzt will ich erklären, was er meint. Warte, Bruder. Aber das Ziel ist, der Punkt ist von den Kämpfen. Ich will nur zu einem Punkt kommen, Abu Majid. Okay, der Punkt ist, alle Kämpfe vom Alten Testament geht es nicht darum, die Religion zu expandieren. Es geht nur um Verteidigung. Also es war alles Verteidigung. Der Vers sagt aber was anderes. Die Religion zu expandieren. Es waren Geschichten. Tötet die, die nicht an mich glauben. Säuglinge, Frauen und ihre Kinder. Nicht ja, an ihn nicht glauben. Weil nicht Kinder an mich glauben. Haben. Hörst du zu? Wir haben Kinder geopfert, TikTok-sportlich, und haben sehr viele schlimme Sachen gemacht. Und Gott hat ihnen sehr viel Zeit gegeben, dass sie sich besinnen. Und wenn sie sich nicht besinnt haben, dann hat er eine andere Nation dazu sozusagen benutzt, um die auszulöschen. Weil ja, das Gleiche kann ich ja auch über die Götzen, die dann sagen, die Mohammed zu bekämpft haben. Die waren Nein, Götzen, aber guck mal, du musst doch noch immer noch bekämpfen, bis heute. Nein. Doch. La ikra Hafiddin. Okay, ist es so. Aber das Ding ist... La ikra Hafiddin ala Muslimin. Das Ding ist, das ist Geschichte. Das ist Geschichte. Warte, stopp. Das ist Geschichte. Das ist nicht für heute. Bei euch ist für heute. Punkt. Das, ja, was du alles sagst, das war Geschichte. Das war. Du kannst ja nicht jemanden, du kannst ja, Allah sagte, du kannst ja nicht den Recht leiten, den du liebst. Vielmehr bin ich es, der sie Recht leitet. Also Gott leitet die Menschen Recht, ja. Wo gehst du jetzt auf einmal hin? Du hast gerade was ganz Sex. Nein, es war allgemein eine Antwort, weil der Faxmacher meinte wegen Zwang und Töten und das. Ja, aber was ist das denn, wenn Gott dich macht was mit dir? Guck mal, ich hab die Biografie des Propheten. Sinn. Ich habe die Biografie des Propheten gelesen. Ja, und ich habe keinen Beweis gefunden oder mir ist nichts aufgefallen, dass er ein kriegssüchtiger Mann war. Im Gegenteil. Der hat 74 Eroberungskriege geführt. Moment, Khaibar. Karawanen, was kam ja später? Was ist die Karawanen? Okay, warte. Wir gehen auf die Karawanen ein. Diese Karawanen, die überfahren. Nein, nicht auf die Karawanen. Wir gehen auf die Karawanen. Ich will auf Khaibar eingehen. Ja, dazu können wir auch gleich eingehen. Okay, auf Khaibar. Wer hat Mohammed benachrichtigt, dass der Vater von Safia ihn bekriegen wollte? Starke Frage.
Wer hat wen? Mohammed Hassan benachrichtigt, ja, dass der Vater von Safia ihn töten wollte. Deswegen Mohammed hat die Offensive eingenommen in Khaybar. Er hat 600 Juden. Ja, warte mal. Aber nicht, das, nicht die Zahl. Ich will nur den ersten Zug. Wir wissen schon. Ich will nicht der Punkt eingehen, Bruder. Wir wissen schon, was in Khaybar passiert ist. Er weiß auch, was in Khaybar passiert ist. Aber. Warte mal. Mohammed hat ja den ersten Zug gemacht, die Offensive, ja? Aber der Grund ist, weil er wusste, dass der Vater von Safia ihn angreifen wollte, richtig? Ja. Wer hat Mohammed benachrichtigt mit dieser Nachricht? Jibril. Bruder, ist es eigentlich genau das, Bruder. Genau da kommt der Haken, Bruder. Oh. Wie Jibril hat ihn benachrichtigt? Willst du mich verarschen? Jibril hat ihn Offenbarung gegeben. Warum lachst du? Und er ist nach Khaybar gegangen und hat den ganzen Ruina gemacht, gell? Ein richtiger Ruina gemacht nach Khaybar, Bruder. Und Jibril hat ihn benachrichtigt. Sahbi. Du meinst, wer hat ihn dazu gesagt, dass er angreifen soll? Bruder, wie, Bruder? Der Vater war da chillen, Bruder. Bruder, der Vater, der war doch von Medina. Mohammed hat ihn von Medina vertrieben. Der Arme ist nach Khaybar gerannt, gell? Und dann obendrauf, er ist da hingegangen, hat seinen ganzen Schatz geklaut. Er ist da hingegangen wegen dem Schatz. Er hat gesagt, wo ist der Schatz? Ha? Weißt du es auch. Du weißt, was er mit ihm gemacht hat? Ich hab das vielleicht vergessen. Red mal weiter. Ich erzähl dir. Jibril hat ihn mir nachgeschickt. Er ist da hingegangen. Okay. Er hat den Vater genommen, er hat den Bruder genommen und hat die alle weggemacht. Die ganze Familie von Safia. Und den Bruder, weißt du, der wurde Kinana genommen. Der Mann. Der Kinana wurde angebunden. Er wurde angebunden und dann, wer war das? Ali. Ali bin Abu Talib hatte eine Fackel mit Feuer und hat ihn gefoltert. Hat ihn gesagt, wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Und er hat gesagt, und alles in Silane Bebuya, kannst du lesen. Er hat gesagt, nein. Ich sag nicht, wo das ist. Und dann hat ihn weiter gefoltert. Mohammed hat ihn gefoltert, bis er gestorben ist. Er hat nicht gesagt, wo das Geld ist. Hat er nicht noch glühende Nägel? Er hat das Geld gefunden. Er hat alle Frauen genommen, Mulkiemin gesammelt. Und jetzt kommt's, Safia. Safia, Mohammed wollte sie haben. Sie hat Safia gesagt, boah, krass. Aber ein Sahabi hat sie genommen. Warte, ein Sahabi hat sie genommen. Als erstes. Er hat Safia als erstes geschnappt. Dann Mohammed wurde ein bisschen so, der war ein bisschen so sauer. Dann hat er Bilal geschickt, hat gesagt, sag, ich will Safia haben. Und dann der Bilal ist da hingegangen, hat gesagt, gib Safia zurück. Dann hat er gesagt, nein, was denkt er sich schon so? Das ist mein Mulkiemin, ich habe sie als erstes genommen. Ich will sie nicht geben zu Mohammed. Dann Bilal hat ihn genommen zu Mohammed. Dann die haben diskutiert. Mohammed hat 7 Frauen in getauscht für Safia. Plus Mohammed hat am gleichen Abend mit Safia geschlafen und hat nicht auf die Eidda gewartet. Bruder, willst du mir diese Geschichte habe ich noch nie gehört. Von wo hast du die? Sina Nebewiya, lies. Das ist wahre Geschichte, Mann. Das ist niemals Sahih, Alter. Niemals. Bruder, es gibt dir einen Channel. Ich gebe dir einen Channel. Das ist ein bisschen blasphemisch. Guck mal. Guck mal diesen Channel. Nabi Asli, guck mal. Das ist ein bisschen blasphemisch. Okay. Ich gebe zu, das ist blasphemisch. Aber er erzählt die Geschichte mit den Quellen. Mit den Quellen, die du nachschlagen. Ist ein bisschen blasphemisch, ja, weil der zeigt Mohammed. Soll ich dir das sagen, was ich weiß und was ich kenne? Aber er zeigt Quellen. Er gibt dir die Quellen in den Büchern. Er rezitiert noch von den Quellen. Er zeigt dir Islam mit einer anderen Perspektive. Welche Quellen rezitiert er? Bruder, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Sahih Bukhari. Nimm doch nicht an. Bruder, er nimmt den Ibn Hisham, Ibn Ishaq. Nein, ich meine halt auf Dings. Nein, das ist die einzige Sida, die es gibt von Mohammed. Er nimmt also Ibn Ishaq und er nimmt auch Tariq al-Tabari. Er nimmt diese 3 Quellen. Boom. Ich habe was anderes gehört. Ich habe was anderes gehört und gelesen von der Schlacht von Khaybar. Bruder, lies, wirklich. Lies, Tariq al-Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, lies. Du willst das? Ich schließe das. Wie heißt der? Nabi Asli. Ich mache jetzt sogar Screenshot, gell? Und dann guck gar nicht auf die Videos. Geh in ein Video rein, guck gar nicht, geh auf die Beschreibung, weil es ist ein bisschen blasphemisch. Geh in die Beschreibung von jedem Video und da sind diese Quellen. Er gibt die Quellen auch in der Description. Geh nur in die Description und nimm diese Quellen raus. Tak, 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 tak und lies sie nach bei dir. Und weil der Video ist ein bisschen beleidigend. Ich habe keine Ahnung. Als Muslim, ihr sagt, der beleidigt ein bisschen der Video. Der tut einem, aber guck die Quellen, nimm nur die Quellen. Ich schicke dir auch an einen Bruder, der ein bisschen wissender ist.
Also, ja, der verarscht dich sowieso, Mann. Alles gut, nein, lass ihn auch. Nein, mein Lieber. Nein, soll er machen. Der verarscht mich nicht, glaub mir. Wir sind keine Lügner. Alhamdulillah. Ja, wir müssen nicht unsere Religion mit Lügen verbreiten. Mach es, aber nimm die Quellen raus. Er soll nicht sagen, das sind Kuffar, sie machen Videos, um den Islam zu beschämen. Nein. Geh rein und nimm diese Quellen und lies. Okay, der kriegt einen Treiber. Nicht diese sagen, er bekämpft den Islam. Ja, kann sein, ja, er bekämpft, ja. Aber nein, kein Problem. Raus. Wenn er sobald er sachlich und faktisch aufzählt. Der macht, nein, guck gar nicht die Videos. Nimm nur die Quellen raus aus den Videos. Weil er macht es ein bisschen, er übertreibt. Das sind so 3D-Videos, aber die Quellen sind da. Die Quellen sind in seinen Videos. Tariqa Tabari, Ibn Hisham, Ibn Ishaq. Er gibt dir Seite, Quelle, Hadith, er gibt dir alles von A bis Z. Er erzählt dir auch das mit Dhulqarnayn, die Geschichte. Zeigt dir auch das mit Alexander der Große und. Dhulqarnayn ist nicht Alexander der Große bei uns im Islam. Bruder, es gibt eine Geschichte. Alexander-Romanze. Bruder, weißt du, was in dieser Alexander-Romanze erzählt wird? Da wird erzählt. Und Alexander, weil Alexander war ja Muschrik, wissen wir, ja. Aber über den wurden Legenden geschrieben. Und Christen haben auch eine christliche Legende über Alexander geschrieben. Ja, die haben ihn als Christ dargestellt, als gottesfürchtiger Mann in der Legende. Und diese Legende besagt, er ist gereist, er hatte Macht über die Welt, wie Dhulqarnayn. Und dann, der ist gegangen von A bis da. Er hat gesehen, wie die Sonne runtergegangen ist, für ein Hamia. Er hat es gesehen in der Alexander-Romanze. Dann hat er gesehen, wie die Sonne hochgegangen ist und die Gesichter verbrannt sind von Menschen. Wie in Surat al-Kahf. Und dann ist er gelaufen, hat Gog und Magog getroffen, hat die Mauer gebaut, hat die versiegelt, die Mauer, und hat gesagt, irgendwann wird die Mauer aufbrechen. In Surat al-Kahf steht aber nicht, dass die Sonne die Menschen verbrennt. Doch, da steht auch, nein, nicht, dass die Sonne verbrennt. Er ist zu einem Platz gefahren, wo die Sonne aufgeht und ja, die Gesichter... Untergeht, nicht aufgeht. Nein, auch wo die Sonne aufgeht. Dhulqarnayn, er geht, wo die Sonne runtergeht und wo die Sonne aufgeht, in Surat al-Kahf. Lies die nochmal. Und da sind Leute, die ihr Gesichter schwarz werden. Auch in Surat al-Kahf. Aber Martin, ich gebe dir 200.000 Euro. Ich erzähl noch zu Ende. Da steht auch, Gog und Magog in der Alexander-Romanze wollten überfallen. Es waren auch Völker. Und eigentlich in der Bibel, sie sind keine Völker. In der Gewissen sind die ja, Jutsch und Majutsch wollten den nicht überfallen. Moment, du machst hier Fehler, Habibi. Nein, und das Gok ist... Magog hat das Volk immer, ist Gok zu dem Magog. Gekommen. Gok und Magog. Der ist doch hier Jutsch und Majutsch. Die wollten Gok das und Alexander hat gesagt, ich muss eine Mauer bauen. Weil die Leute haben gesagt, kannst du uns helfen, diese Gok und Magog. Ja, genau. Und Alexander hat gesagt, ich baue eine Mauer. Nein, die Mauer gebaut aus gesagt, Eisen. Genau. Er hat die Mauer gebaut aus Eisen. In der Mit Eisen und Kupfer. Mit beiden. Genau, er hat mit beiden gebaut. Eine Sekunde. Er hat mit Kupfer und Eisen gebaut, die Mauer. Plus, und hat gesagt, am irgendeinen Tag, Gott wird es aufmachen und diese Leute werden wieder rauskommen. So steht es in der Romanze. Ich gebe dir 100.000 Euro, wenn du diese Gog und Magog findest. Die kommen zu ihrer Endzeit raus. Ja, und die das steht auch in der Alexander-Romanze. 1:1 die gleiche Geschichte. Er checkt das ja nicht. Weißt du, was witzig ist? In der Alexander-Romanze... Was willst du damit sagen? Ich wollte noch ein Detail sagen. Das Witzige ist... Nein, was willst du damit sagen? In der Alexander-Romanze... Okay, und was wollt ihr damit sagen? Bruder, in der Alexander-Romanze, diese Geschichte wird in der Perspektive von Alexander erzählt. Aber in den Koran wird es in der Perspektive von Allah erzählt. Habibi, guck mal, die Sache sieht so aus. Der Prophet war erstens, konnte weder lesen noch schreiben. Er konnte, Abu Majin. Sogar letzten Tag hat er gesagt, bring mir Papier, ich will was aufschreiben. Das ist ein Hadith. Abu Majin, in der Hölle, Jibril ist gekommen, hat gesagt, Iqra. Was hat Mohammed gesagt? Ana Maqari. Was heißt Ana Maqari? Ich kann nicht lesen. Nein, ich lese nicht. Ich kann nicht lesen. Ana Maqari. Nein, ich lese nicht. Du weißt das doch selber. Das wusste ich gar nicht. Also. Ana Maqari. Ich lese nicht. Oh, jetzt nein, alles ganz anderes Spiel. Das sagt, was redest du? Hä, du glaubst ja alles, was man dir sagt da unten. Lass ihn antworten. Er lügt. Wallahi, er lügt. Schau bei Allah. Ich lüge nicht. Ana Maqari. Kein Gelehrter sagt das. Lass doch Wortstudie machen. Aber was heißt Ana Maqari? So. Ana Maqari? Ja. Ana Maqari, Ana Maqari, ich kann nicht Qara. No, Ana Maqari, Ana Maqari. Kann ich das faxen, kann ich das Ana Maqari? Ich lese nicht. Hätte er gesagt, Ana Maqari oder Ana Maqari, dann wäre das was anderes. Ja, das ist auf Maqari. Wir gehen auf der Rija jetzt.
Hallo, Anna Makari. Aber Hocharabisch. Anna Makari. Anna Makari. Das heißt, ich lese nicht. Auf Fusha. Ich kann nicht lesen. Deswegen nein, hat das ich lese nicht. Ich schwöre, das heißt, ich lese nicht. Guck nach. Bruder, weißt du was? Allah wo kann ich gucken, Bruder? Kann ich das irgendwo suchen? Christen und Juden werden nicht zufrieden mit diesem bisherigen Glaubens des Volkes. Egal, was ich dir sage, ihr wollt es nicht einsehen, Bruder. Aber was heißt Anna Makari? Das heißt, ich kann nicht lesen. Verhasch dich doch selber nicht, bitte. Zeig mir eine Quelle von einem Gelehrten, der sagt, er konnte lesen. Ja, okay, in den Hadith, Sahih al-Bukhari. Mohammed, ich sag das. Sahih al-Bukhari. Mohammed ist gestorben. Hat gesagt, bring mir ein Blatt und ein Stift. Genau. Ich werde ein, warte. Ich lasse euch was aufschreiben. Hat er gesagt. Ja, Mohammed hat gesagt, bring mir ein Blatt und ein Stift. Ich werde was schreiben, ich werde was schreiben, was die ganze Menschheit nicht in die Ehre leiten wird. Ich werde was schreiben, was die ganze Menschheit in die Salat al-Mustaqim bringen wird. Aber dann, Omar hat gesagt, nein. Schreibe nicht. Falsch. Bruder, mach nicht, lass. Guck mal, das. Bruder, lach nicht, sonst denkt er, wir bekämpfen ihn. Okay, okay, nicht, nein, alles gut. Ich weiß ja zu 100%, dass sie lügt. Deswegen glaube ich das ja auch nicht. Das steht doch da, Mann. Ja, ja, aber da steht nicht, ich schreibe auf. Er sagt, ich lasse euch was aufschreiben. Die haben ihn, er hat gesagt, bring mir ein Blatt und ein Papier. Und er hat gesagt, übrigens haben gesagt, nein, wir bringen dir das nicht. Weil, Digga, wie kannst du dich widersetzen, den besten Menschen? Aber imagine. Er war 15 Jahre mit Khadija gearbeitet. Er hat als Karawanenarbeiter nach Sham gefahren. Er ist sogar nach Sham gefahren, hat Business gemacht, 15 Jahre mit Khadija. Ja. Denkst du, er kann nicht lesen? Natürlich kann ich lesen, weil der Koran sagt. Kann ich lesen, deswegen ist er auch so ein Wunder, ne? Der Koran. Oder wie sagt Anna Makari? Das sagen auch nicht muslimische Wissenschaftler, die Theologen, die über ihm ein Buch geschrieben haben, sagt, dieser Prophet war unbelesbar. Welcher Theologe? Okay, Wolfgang Goethe sagt, ich habe in der Menschheit nach einem Vorbild gesucht, so fand ich den Propheten Mohammed. Allahu Akbar. Wolfgang Goethe. Glaubt ihr mir nicht? Google. Kannst du lesen. Wolfgang Goethe Zitat. Ich suchte in der Menschheit nach einem Vorbild, so fand ich den Propheten Mohammed. Wow, der Islam ist die Wahrheit. Ihr könnt so machen. Was hat er gesagt, damit ich Stichwort habe? Findest du das ein Maßstab für eine Religion? Okay, lass mir ein Hadith lesen. Ich habe ein paar Hadithe hier. Ich zeig dir Akhlaq al-Nabi. Boah, ich geh schlafen, Alter. Also, wir können auch mal morgen reden oder so, Alter. Warte eine Sekunde, ich will dir noch ein Hadith zeigen. Dieser Hadith ist, ich habe keine Antwort dazu gekommen. Kennst du Bilal Buddha? Nein, was ist das? Scheiße. Guck mal, der Unterschied zwischen Mohammed Bilal und Buddha. Guck, Bilal Buddha, guck. Das heißt, der Brunnen. Das, hier steht. O Prophet von Allah. Es wird du machst Wudu in einem. Warte, ich lese doch. Ja. Guck mal, du kommst mir mit Sunnah, komm Quelle. Ist normal, dass du dann irre gehst. Junge, verarsch mich doch. Ja, nicht. Was ist das hier, Allah? Ja, das Wasser ist unrein und so. Hör auf jetzt, Allah. Und ich werde jetzt Sunnah in der Sei kaufen, nur für dich. Ich werde diese Bücher nur kaufen, nur für Leute. Bruder, das ist Sunnah, komm, keine muss. Jeder muss eine Wand was machen. Ist mir egal, was das ist. Normal weiß ich, was das ist, ja, Jahil, aber das ist trotzdem Sunnah.com. Jahil, wer ist der Jahil, Mann? Bitte dich, Mann. Okay, du wissen da, sorry, tut mir leid. Nein, ich weiß einfach nur mehr als du. Ich sag nicht, dass ich der Allwissende bin. Dieser Hadith ist Sahih. Meine Religion weiß okay, so viel falsch. Okay, eine Sekunde. Ich komme von einer anderen Seite. Ja, Mann. Mit einer anderen Seite. Ja, Mann. Was heißt das? Esel. Sag auf Deutsch. Esel. Esel, warum sagst du das? Ja, weil du sagst, du weißt mehr als ich und ich muss da noch weiter. Ja, aber ist das jetzt schlimm, dass du mich als Esel beleidigen musst? Ja, weil du so ein absurdes Argument bringst, ich kann ja nichts sagen. Das ist ja nicht absurd, aber ja, okay, du bringst ein absurdes Argument, beleidigen, muss ich dich jetzt beleidigen? Vielleicht Faxmacher weiß so viel wie ich oder weiß ein bisschen mehr, aber du auf gar keinen Fall. Du kennst dich doch gar nicht, aber bis jetzt, ich wusste alles, was Fax gesagt hat, aber du wusstest einige Sachen nicht. Und das ist ja nicht hier, mal, eine andere okay, Seite. Ich nicht mal irgendwas messen hier. Aber warum sagst du nochmal? Nimmst du diese Seite jetzt an, hier, boom, Urdu, das sind auf jeden Fall Muslime. Das Gleiche. Ich will wissen, warum er Yachmar sagt, Bruder. Ich schau sie von der anderen Seite. Woher hat er das? Habibi, ich schreibe mit Hokalia. Geht ihr mal Urdu? Ich dachte, ihr seid die Besten. Ja, dann geht ihr mal Blasachra. Mesh Muschki, der war nicht.
فاكس مخا شن هار نتفقوا ونهضروا وان شاء الله غادي يدخل فولك مي فولك مي دا كان شي شيك ان شاء الله غادي يدخل في دين الاسلام ich krieg noch zu dass فاكس مخا bald in islam annehmen wird wir werden reden wird bald ان شاء الله den richtigen weg finden ich will mit dir öfters reden aber ich komme warte sei leise Menschenanbeter stark krasse Beleidigung. Du bist doch ein Mensch an, oder nicht? Bete ich einen Menschen an? Ja, betest du nicht Jesus an? Woher betest du? Warum urteilst du? Wer bist du überhaupt? Ja, betest du nicht Jesus an? Ich frag dich doch. Nee, du hast nicht Jesus an. Du bist doch lesen, Bruder. Warte. Gut. Aber Abu Majin, wo ist denn jetzt Jesus? Ja, schön, lauf. Was ist? Jetzt gegangen. Lauf nach der Hände, Mann, lauf. So ein Gauner, der Junge, ich schwör's dir, so ein richtiger Gauner. Ich sag die Sachen, die er nicht weiß, und er sagt zu mir Jahil, Yachmar und irgendeine Kacke, Alter, Mann. Schämt sich gar nicht. Ist ein richtiger Gauner. Aber es gibt Sachen, schau mal, Faxmaschine, es gibt Sachen, wo ich ihm gezeigt habe aus dem Tafsiren, ja. Und er hat das bestätigt, dass Jesus zum Beispiel gestorben ist, 3 Tage. Und der ist bei Hamdi gewesen und Hamdi hat ihn angeschnauzt. Warum gehst du zu diesen Jahels und sagt er, warum lügst du? Ne, und dann sagt er zu denen, wieso lüge ich? Ich sage doch nur die Wahrheit, es steht doch drinnen. Vor allem Fax, Bruder, du weißt gar nicht, wie er, glaub mir, bei anderen Lives, ne, der war richtig radikal, ohne Spaß jetzt, ne? Deswegen habe ich halt so mit ihnen, weißt du, gar keine, wie heißt das? Gar keine Nächstenliebe, gar nichts, Bruder. Bei dem ist ehrlich, Mann. Der hat Leute auch, der hat bedroht, der hat alles gemacht, Bruder. Jetzt. Ja. Ja, hier, Abu Majin, Bruder, ich kenne dich. Das ist aber ein guter Junge, guck mal. Er ist nicht gut, Bruder, er ist nicht gut. Doch, glaub nicht. Bruder, die sind doch alle. Die sind alle gehirngewaschen, der versteht. Das sind sie auch, ich weiß das ja, aber Bruder, wenn du. Ja, also, man muss Geduld mit den Leuten. Was ich von ihnen gehört habe, Bruder. Nein, man muss Geduld mit den Leuten haben, nein. Ich finde, man muss Geduld mit den Leuten haben, Bruder. Der ist doch Muslim selber. Ich weiß doch, wie die sind, Bruder. Ja, aber guck mal, warum beleidigt er mich? Ich weiß doch, wie die sind, Bruder. Ich war doch selber Muslim. Für mich war auch emotional. Wenn jemand, guck mal, wo ich Muslim war, hättest du mich, mein Islam beleidigt. Ich hätte auch übel genommen. Habe ich beleidigt? Man muss langsam. Bruder, jetzt habe ich beleidigt. Zu aggressiv geht. Wenn aggressiv erst, wenn man merkt, man kann nicht reden. Aber er redet. Er redet. Ja, warum gehst du aggressiv, wenn er schon redet? Für was? Ja, aber wie er redet, Bruder. Egal, egal. Ja. Mit mir, war der hier gut oder nicht? Nee, ich sag dir nicht, guck mal, er war jetzt nicht. Er hat geredet, so. Bruder, er hat geredet. Das, man muss öfters reden. Du kannst nicht jetzt, du denkst, du redest mit einem Muslim heute, er verlässt jetzt Islam. Er sagt, okay, das ist. Nein, du verstehst halt nicht, ich kenne ihn schon bestimmt. Das dauert Tage, Bruder. Jahr, er redet heute mit mir, morgen, übermorgen, übermorgen. Ich kenne ihn schon länger, Bruder. Das dauert, Bruder, sowas dauert. Digga, was der von dem Mund rausgelassen hat, Bruder, das geht auf keine Kuhhaut, sag ich ehrlich. Nein, man muss Geduld haben. Du hast recht auf jeden Fall, aber guck mal, warum geht das so, ich sag nur normal, ich hab nicht beleidigt, okay, ich hab vielleicht ein bisschen zu viel gebabbelt, so, aber Fakten, weißt du, ich meine, Yachmar, dies und das. Ja, das ist auch emotional, weil du redest über die Religion und zum Beispiel, ich bin Ex-Muslim, weißt du, bei mir ist so anders. Aber du warst noch nie Muslim zum Beispiel. Da denkt der, ja, was denkt er sich? Der redet über meine Religion, der kann nicht vertreiben, viel Wetter habe ich. Ich verstehe sie. Ich verstehe sie auch. Du musst sie auch verstehen, ihre Perspektive. Man muss den Leuten entgegenkommen. Aber Fax, was du sagst mit Reinigen, das stimmt gar nicht. Das ist schon richtig, dass Allah gereinigt hat. Das heißt Reinigen im Sinne von, er trennt dich von den Gläubigen. Doch. Ich habe auch mit anderen Arabern geredet, mit Sicario, mit Hothut. Also selber Hothut, du kannst dir Hothut fragen. Frag ihn. Hothut selber wird dir sagen. Nicht von den... Warte, wer sind die Ungläubigen? Die Juden. Aber die Juden. Nein, nicht nur die Juden. Das hat nichts mit der Sünde zu tun. Im Sinne von, er trennt an denjenigen, die nicht an den Weg geglaubt, die Pharisäer. Im Sinne von, er trennt die von denen, er macht die sauber von denen. Im Sinne, im Tag des jüngsten Gerichts, er wird nicht für die reden. Damit ist das gemeint, weißt du? Er ist sauber von denen. Wo steht das? Das sehe ich nirgendwo. Also so ist die Sprache damit gemeint. Man muss den Bezug verstehen auch. Aber schau mal, geh mal in Tafsir rein, dann siehst du. Wo da stehen. Da steht, dass er gestorben ist. Das steht doch drin. Ich weiß, aber nicht wegen den Sünden.
Damit ist gemeint in Islam. Weil, wenn du sagst... Wofür hat er ihn sterben lassen? Wofür? Wofür? Das ist eine Sache von Islam. Wofür hat er ihn sterben lassen und dann zu sich genommen? Das macht doch keinen Sinn. Aber nicht für die Sünden. In Islam ist nicht für die Sünden. Das ist ja der Haken an Islam. Nicht für die Sünden. Und ja, in diesem Bezug ist nicht gemeint... Er hat ihn sterben lassen für die Ungläubige, richtig? Nein, nicht für die Ungläubige. Aber wer sind die Ungläubige? Der hat ihn nicht für die, weil er hat gesagt, ich werde dich töten, auferstehen lassen. Hätte Allah gesagt, ich werde dich töten, dich trennen von den Ungläubigen und dann auferstehen lassen. Aber in diesem Sinne ist es gemeint. Ich werde dich töten, dich auferstehen lassen und dann ich werde dich von den Ungläubigen reinigen. Wann ist es damit gemeint? Am Tag des jüngsten Gerichts. Weil die Christen, die an ihn geglaubt haben, werden sagen, also laut Islam, ich rede jetzt angeblich, ich bin Muslim, denk so. Und das stimmt, also sogar Atheisten, Araber werden mit mir übereinstimmen. Die Christen, die an ihn geglaubt haben, werden sagen, ja, wir haben an dir geglaubt und Allah wird sagen, ja, okay, gut. Aber dann, wenn die Pharisäer werden kommen, die werden sagen, ja, wir haben an ihn geglaubt, aber nein, Allah hat ihn gereinigt von dir. Die haben nicht an ihn geglaubt, an seine Nachricht, la ilaha illallah, sagen wir. Also, ja, und deswegen ist Allah der Täuscher, oder was? Nein, der Koran macht keinen Sinn, aber in diesem Vers ist es genauso. Ja, aber die Sure davor heißt es, Allah hat getäuscht. Nein, das kannst du kein Araber bringen. Ein Araber, der Arabisch kann, Muslim, Islam, der wird lachen über diesen Vers. Weil man kann es wirklich nicht bringen. Bei diesem Vers kann man nicht bringen, wirklich. Damit ist gemeint, wirklich, Allah trennt ihn von den Ungläubigen. Im Sinne von, er reinigt ihn weg. Moment. Was war die Sure davor? Allah ist der Täuscher. Was sagen die Tafsire? Es geht um die Kreuzigung, oder? Genau. Ja, und was ist denn beim Kreuz passiert? Am Kreuz ist ein Jünger von ihm gestorben, laut Islam. Ja, und dann? Die Sure darauf? Jesus ist nicht gestorben am Kreuz in Islam, ist nicht. Nein, aber wann hat er ihn sterben lassen? Der hat ihn, bevor ihn am Himmel emporhebt. Und wieso starb er 3 Tage? Warum sagt Ibn Kathir, der ist 3 Tage gestorben? Wenn er stirbt und emporgehoben wird. Das sind alles Widersprüche. Nein, Faxmaschine, damit kannst du nicht kommen. Jerry, Ibn Kathir kannte Al-Qurtubi nicht. Ibn Kathir. Denkst du, Ibn Kathir kannte Al-Tabari? Jerry, das Problem ist, Tabaristan, Ibn Kathir kam aus Damaskus, Al-Qurtubi kam aus Cordoba. Jeder von denen hat seinen eigenen Scheiß geschrieben in dieser Tafsir. Der Islam hat keinen Grund, keinen Boden. Der Islam ist ein Müll. Der eine schreibt, Jesus ist gestorben, der andere schreibt, er ist nicht gestorben. Der Junge. Das meine ich gerade, Bruder, ganz kurz. Ihr spricht halt gegeneinander, weil es halt viele andere Sachen gibt, Mann. So, weißt du, was ich meine? Jerry, du hast das gelesen und Fax sieht das so. Aber das ist nicht euer Problem, sondern das Problem von denen, was sie geschaffen haben. So, nein, in diesem Vers ist wirklich so gemeint. Sogar, du frag Araber-Atheisten. Okay, aber Bruder, du hast doch selber gesagt, die einen sagen so, die einen sagen, der ist nein, nur von der Übersetzung lässt es so reden. Okay. In den arabischen Raum, das ist kein Vers zu diesem. Aber Fax Maschi, soll ich dir den Tafsir von Ibn Kathir zeigen? Ja, aber Jerry, Über das Reinigen vor der Sünde? Ja, warum starb er dann 3 Tage lang? Aber steht da über Reinigung der Sünden in den Tafsir? Da steht ihm das hier auch, ja? Reinigung der Sünden? Ja. Zeig mal bitte. Aber es geht ja eigentlich, Jerry, gerade was er meint, ist ja einfach nur die Übersetzung. Das, was du ja meinst, ist ja, was die gemeint haben. Das Wort ist Reinigung, ja. Aber der meint damit, er trennt die Juden von ihm. Wo hast du das, Fax? Das ist so gemeint in den Ja, aber in der Zeit waren ja nur Juden. Nein, warte mal kurz, Juden. Wenn es man als Juden, Arab den Text... willst du mir jetzt sagen, dass da in der Zeit Christen waren erst dann nach seinem Tod? Ja. Ja. Guck mal. Bis dahin waren ja nur Juden. Nein. In der Zeit gab es Yahuda und Nasara. Ja. Die Nasara waren die, an Jesus geglaubt haben. Die Juden waren die Pharisäer. Allah kennt keine Pharisäer. Allah kennt diese nicht. Allah hat die Yahud genannt. Und Nasara sind die, an Jesus geglaubt haben. Und Allah hat Jesus gereinigt von den Yahud. Und die Nasara werden seine Fürsprache kriegen. Aber die Yahud werden keine Fürsprache von Isa kriegen. Damit ist der Kontext gemeint. Von der Sura. Und du kannst auch gucken, unten, der Vers geht weiter. Da steht, und am Tag des jüngsten Gerichts, ich werde die Angelegenheiten schaffen. Da redet auch danach, nach dieser redet ja von Tag des jüngsten Gerichts.
Ihr werdet euch streiten am jüngsten Tag. Also in diesem Kontext, es ist wirklich kein, das ist kein, also wenn du Fitner machen willst, so unnötige Dings, aber wenn einer kommt, der Arabisch kann und sich Zeit nimmt mit dir, wird es widerlegen sehr schnell. Also das ist wirklich kein Dings. Das Reinigen ist wirklich kein Dings. Das mit Täuschen, ja. Das ist gut. Aber das Dings, nein, Mann. Also der reinigt ihn im Sinne von am Tag des jüngsten Gerichts, die werden keine Fürsprache von Jesus kriegen. Weil jeder Prophet, in Islam auch, sagt man, jeder Prophet gibt Fürsprache für sein Volk. Aber Mohammed wird Fürsprache für jeden geben, nach seiner Prophezeiung. Das heißt, die ganze Welt, zum Beispiel wir Christen, laut Islam, am Tag des jüngsten Gerichts, wir werden zu Jesus rennen. Wir werden zu Jesus rennen, wir werden sagen, Jesus, gib uns Fürsprache. Aber der wird sagen, nein, meine wahre Nachricht war, la ilaha illallah, renn zu Mohammed. Und Mohammed wird sagen, nein, ihr habt nicht geglaubt. Das ist die islamische Narration. Verstehst du, was ich meine? Also damit ist es gemeint, die Fürsprache von Jesus, das Reinigen. Boah, das Ding ist, wenn ich ganz kurz was sagen darf, schade, dass er nicht darauf eingegangen ist, Digga, mit dieses, wo ich gesagt habe, so, du bezahlst ja für deine Sünden dies und das. Aber wieso wird dann in was anderes gesagt, dass für dich die Yahudis und die Christen ja. mit... Ja, ja, genau das, ja. genau das. Das kann er nicht haben. Der sagt, ja, ich nehme den Hadith nicht an. Nein, ja, aber leider, ich weiß nicht, ob irgendjemand unterbrochen hat oder so, Bruder, damit, ich glaub mir, ich hatte den 100%. Nein, der hat gesagt, ich lehne ab. Ich habe ihn doch davor andere Hadith, zum Beispiel der Stein, der Hadith mit dem Stein von Moses, allein der da. Ja, aber das steht bei Sahih Muslim. Wieso lehnt er das ab? Ich habe das Jungs, mit dem Stein von Moses gesagt. Dann hat er gesagt, Bruder, weißt du, was er gesagt hat? Du hast gesagt, das war von mir. Was ist das Ziel jetzt? Was ist das Ziel? Gegen die Muslime eine Debatte zu gewinnen oder sie zu bekehren? Was ist das Ziel? Na, sie aufzuklären, oder? Dass sie aufzuklären. Und was machen wir? Ja. Wir tun aufklären. Gegen sie gewinnen gerade. Was du versucht hast, Bruder, vor allem du, Bruder, du hast versucht, gegen ihn zu gewinnen. Was habe ich versucht, gegen ihn zu gewinnen? Ich habe ihm Raum gegeben die ganze Zeit, weil ich habe gemerkt, er war einer, mit dem man reden kann. Naja. Wenn ein Muslim kommt... Weißt du, warum? Warte, bitte, Jerry. Hör mal zu. Wenn ein Muslim kommt und mir versucht zu widerlegen, dann spiele ich mit ihm das Gewinnenspiel. Aber wenn einer wie der kommt und er will mit mir reden, dann, ich rede mit ihm. In Ruhe, ich rede mit ihm. Weil ich merke, er will nicht diese gewinnen. Aber du hast versucht, gegen ihn zu gewinnen. Ey, darf ich dir erklären, warum? Das macht keinen Sinn. Darf ich dir sagen, warum? Nein, es macht keinen Sinn, Bruder. Auch Bruder, es gibt kein Warum dafür. Ich kenne dich schon. So soll nicht mein Stream laufen, okay? Ja, okay. Akzeptiere ich, Bruder, ich bin voll auf deiner Seite, easy. Dann war falsch von mir, dann tut mir leid. So. Okay. Aber was ich halt von meiner Seite aus sage, ich habe schon oft gehört, was er für Sachen gesagt hat, weißt du, was ich meine? Und ich denke mir halt, mein Fleisch, Bruderherz, so, weißt du, ist ein bisschen über mich gekommen, weil ich mir dachte so, wie kann man so ignorant sein, weißt du, was ich meine? Ist egal. Ja. Ich will dir nur meine Seite erklären, dass du nicht falsch verstehst, weißt du? So was ist bei anderen Muslimen. Ich weiß, bei welchen Muslimen ich so spielen kann. Ich passe mich an den Muslimen. Es gibt welche, die kommen, die machen einen auf... Ja, okay, dann habe ich falsch. Bei denen ich spiele so. Bei denen ich komme zu gewinnen. Und okay, dann... Bam, ich widerlege die. Aber wenn einer wie der kommt, der war sogar Marokkaner, Mann. Hat er was über mich gesagt, als er geredet hat? Ja, der hat es persönlich genommen, weil du über seine Religion redest. Aber du musst Raum nehmen. Bruder, wenn es dir nicht gefallen hat, ich hätte dich einfach runternehmen sollen. Aber Bruder, schon mal. Ignoriert. Wirklich. Aber er ist hier drin, du weißt, du redet auf andere Sprache über mich. Ist doch auch nicht cool, Alter. Ja, aber wenn du direkt seine Religion so eingreifst, du musst doch... Guck mal, Faxmaschine, ich habe die ganze Zeit einfach nur bin still gewesen. Ich habe einfach gelassen. Ja. Weil es bringt ja nichts, wenn 10 Leute auf ihn drauf eingehen, Muslim und 10 reden durcheinander. Du hast perfekt gemacht, Charlie. Perfekt. Aber wenn du ihn die ganze Zeit so einredest, du willst gegen ihn gewinnen, macht keinen Sinn, Bruder. Ich wollte doch nicht korrekt, ja, er war nicht korrekt, mein Bruder. Ich wollte nur Sachen sagen und er hat mich halt auf Deutsch sagt man diskreditiert. Ja, weil du direkt seine Religion so ta und er ist. Nee, er hat ja gesagt, dass ich lüge, aber es ist. Ja, du musst Raum haben für die. Wenn du oder ignorier ihn einfach.
Woher weiß ich, wie ich hier beleidigt werde? Der wird heute wieder Ärger kriegen von Hamdi. Fax, ich nehme das als Nachricht. Woher, ich werde hier beleidigt. Guck mal. Jetzt lern von mir. Ich werde hier beleidigt, als was weiß ich. Ich werde hier beleidigt, als was weiß ich. Ich lasse die Leute oben, ich lach weiter. Ist mir scheißegal. Und du wegen Hamar nimmst du es ernst? Ich bitte dich, Mann. Das ist TikTok, Mann. Wir sind hier nicht in der... Ich hab extra, guck mal, ich hab extra drauf beharrt. Es ist Kleinigkeit, juckt mich nicht. So. Aber ich hab extra so gesagt. Weißt du, wie ich meine? Normal, guck mal, jetzt verstehe ich dich. Mach, so kommt auf jeden Fall von mir nicht mehr. Aber ich hab extra drauf bestanden. So, warum sagst du das? Weißt du, wie ich meine? Weil ich danach... Ignorieren einfach. Stumm dich und lass mich mit denen alleine reden. Warum mischst du dich überhaupt ein, Bruder? Ich hab mit denen noch geredet. Wirklich, küsst deine Story, Bruder. Oder siehst du, weil das, dann ist er, hat er so gemacht. Er hat doch gesagt, ich rede mit Faxmaschine. Muss auch lernen, Bruder. Pause, langsam. Nein, du hast ja recht, Bruder. Deswegen nehme ich es ja an. So, wenn ich Fehler mache, dann nehme ich an, Bruder. Was soll ich sagen? Mal langsam, Bruder. Easy. Aber sei mal ehrlich, habe ich recht gehabt oder nicht? Oder in diesem Fall, wie du das angewendet hast, nein. Wie du es angewendet hast, nein. Mit dem Faxen, ja. Die mit dem Fakten, Jan, wie du es angewendet hast, gar nicht. Okay. Also wirklich. Das ist für sehr falsch angewendet. Du musst wissen, bei wem du was anwendest. Du musst dich anpassen können. Gott segne dich, IDF Sniper. Ich kann deinen Namen gar nicht markieren in den Kommentaren. Deswegen lösche ich kurz diese Sniper, wenn ich dich dann kommentiere. Hey, Fax, hast du mir irgendwie Rechte weggenommen oder so? Nicht Rechte, aber guck mal, ich habe von jedem kurz diese. Ich war kurz abgefuckt. Also, sorry, gell, ich war kurz abgefuckt. Weil jeder hat so gemacht mit meinem Team, Leute, Hochgold, Runtergold, ich war im Park. Ich habe bis jetzt so gar nichts gemacht. Ich habe einfach von allen Moderatoren einfach nur diese einen Rest weggenommen. Nee, ich habe nur gedacht, ey. Sonst könnte ich Leute abkommen. Also ich habe alle zugleich weggenommen, wirklich, mein Bruder. Ja, alles gut. Wirklich. Also es war nicht diese gezielt, okay, hier, nein. Ich war hier im Stream, es waren viele Leute, der nimmt den hoch, der nimmt den runter. Und ja, weißt du, ich sage dir jetzt was. Wie heißt der? Sag schon, der hat jetzt einen neuen Namen. Jetzt habe ich vergessen. Murtat? Ja, Dr. Murtat. Er hat bei mir im Stream, ich wollte auch Debatte mit Festim, zwischen Festim und hier Abu Qasim machen, weil das war richtig eine gute Chance. Und Murtat, er hat Rechte bei mir gehabt und er hat ihn ständig runtergenommen. Ja, heute war auch so. Ja, denk nachgemacht heute hier. Ich habe ihn aber dann persönlich, dann denk nach hat gesagt, dann ich bin doch privat gegangen. Man hat aufgehört, ihn zu stummen. Ich sag immer auf damit und so. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich nachher auch gedacht, ich nehme jetzt auch recht alle weg. Also aber später muss ich sagen, die Brüder hatten schon irgendwo recht, Bruder, dass man so einen halt nicht Plattform geben kann, weil der ja halt so klein ist. Den Knach ist schon so eine Nummer da bei denen. Ja, da bei denen ist, okay, kann ich verstehen, so, weißt du, was ich meine? Ach, guck mal, der Ziel ist ja nicht zu debattieren mit dem Muslim, der Ziel ist aufklären. Islam hat nichts zu debattieren, finde ich. Ja, das ist recht. Islam-Debatten. Islam denkt nachdiskutiert, der ist richtig, also... Der ist gar nicht darauf aus, zu richtig diskutieren, sondern einfach nur zum Provozieren. Wir diskutieren, wir reden ganz normal alle. So, ich gebe meine Antwort, so die komplett legitime Antwort. Er sagt, ich möchte bitte einmal, bevor du antwortest, dass du sagst, ich bin so unwissend, denk nach, ich weiß nicht viel, damit ich das alles einmal aufnehmen kann und bla bla so. Ne? Dann sagt er so, dann wir reden so, dann der eine sagt, lass mal eine Debatte machen. Dann sagt er, eine Debatte oder drei Debatten? Dann sagt er so, nee, eine Debatte, lass doch einfach einen Tag festlegen. Dann sagt er, ein Tag oder drei Tage? Ja, der sagt doch eine Frage oder drei Fragen. Die ganze Zeit gestern. Aber gerade bei Abu Merjan, ne, der hat die ganze Zeit solche Scheinargumente gebracht und sowas sollte man einfach nicht durchgehen lassen, ja? Deswegen hat es mich halt ein bisschen auf Palme gebracht. Deswegen, aber Fax hat schon recht gehabt, man. Ich habe ein bisschen linksam. Versucht zu bekämpfen, statt aufzuklären. Hat er schon recht, auf jeden Fall. Ich weiß doch, wie die sind, diese Muslime, Mann. Ich kenne sie am besten. Ja, safe. Man muss mir gar nicht erklären. Ich weiß ja, was Sunni. Ich rede halt so ein bisschen von außen. Ich bin mit Dings halt komplett mit Muslims aufgewachsen und so. Weißt du, ich weiß auch, wie das ist. Und ich habe auch. Du weißt nicht, wie es ist, einer zu sein.
Ganz genau, klar, ja. Du weißt nicht, wie es ist, einer zu sein. Du weißt nicht, wie aber es weißt ist. Was? Aber nicht aber. Was da gibt es kein Aber. Da gibt es wirklich kein Aber. Da gibt es null Aber. Du weißt doch nicht, wie es ist, dass deine Eltern religiös sind. Du weißt nicht, wie es ist, jedes Jahr Ramadan. Jedes Jahr, jeden Tag Koran im Fernsehen. Jeden Tag das. Warte. Du weißt nicht, wie es ist, deine Familie in Marokko, alle religiös. Du kannst gar nicht dich damit vergleichen. Du kennst ein paar Muslime, aber du weißt, du kennst Islam nicht. Ich kenne Islam nicht. Bei mir sind alle Muslime, außer mich selber. Ganz gut. Bist du Muslim, Jerry? Ja, warst du Muslim früher? Nee, mein Vater war Muslim. Krass. Bruder, Fax, ich rede genau von der anderen Seite, weil ich hatte nur Muslims als Freunde. Oh, Mann! Ich war mit denen, wir hatten so eine. So, ich wünsche euch Gottes Segen, ich muss zur Arbeit jetzt. Gott Segen. Ich wünsche alles Gute, Bruder. Alles. Boah, Digga, 5. Erzähl. So, Fax, ich wollte halt mich nicht gleich machen, sondern ich bin genau Gegenteil. Verstehst du? Ich habe das geschmeckt, was die Kuffar schmecken. Weißt du? Hast du nicht. Doch, warte mal zu bitte. Hast du gar nicht, Bruder. Das soll einer aus Irak sagen, einer. Pablo. Ja, okay, Pablo. Ja, Pablo. Ja, Pablo. Ja, ich euch bin auch, hast du auch recht. Guck mal, stell dir die Frage, Bruder. Du bist jetzt Christ und du hast nur muslimische Freunde, ne? Hm. Du bist nicht mal unbedingt ein krasser Christ, sondern du bist einfach kein Muslim. Punkt. So. Du chillst mit denen, du bist dann in so ein Dings da, das war so türkische treffmäßig so, ne? Ja, oben waren die Älteren, warte. Oben waren die Älteren und unten waren die Jüngeren und so. Und ich war nur mit denen befreundet. Wir waren unten am Chillen, Bruder, ne? Dann kommt ein Älterer runter, ne? Ist auf dem Weg runter. Ein Kollege kommt zu mir. Er so, ey, du musst dich ganz schnell verstecken. Ganz schnell. Ich spring hinter irgendso, Bruder, hinter so eine Couch, weißt du, hab so 2 Zentimeter Platz. Ja, aber das ist jetzt der Türke. Das ist der Türke. Warte. Du mix Sachen jetzt. Das ist der Türke aus der Gegend. Dein dummer Idiot, der weiß gar nichts von Islam, okay? Das ist kein Muslim. Das ist kein Mu'min, das ist kein Hamas, das ist kein, jetzt TikTok-sportlich, kein IS, okay, ein aus dem Irak. Du hast nur den dummen Türke aus der Ecke kennengelernt. So wie es einen dummen Türke gibt, gibt es auch einen dummen Serbe, einen dummen Spanier und einen dummen Amerikaner und einen dummen Deutscher gibt es auch. Es gibt von allem was. Verstehst du das nicht, Mann? Doch, ich verstehe das. Nein, Mann, wir haben auch die Deutsche. Ja, es gibt auch diese, aber das hat nichts mit Islam zu tun. Islam ist diese Kalifatruf, was gestern in Hamburg du hast kommt. Mich doch gar nicht ausreden lassen, Islam. Mann. Ich wollte ja reden, wo ich dann in dieser Ecke gesessen habe, Weißt du, was ich meine? So, ich bin in diese scheiß Ecke gesprungen, Alter. Ich lieg dann so hinten zwischen irgendeiner Couch und der sagt so, also auf kaputte Deutsch und Hälfte auf irgendwelchen anderen Sprachen, so einer auf denen so, ey, ich will so einen Ungläubigen nie wieder hier sehen und so, wo ist der und so, die so, naja, hier ist keiner. Ah ja, okay, das ist dann, ja. Ja, Bruder, das meine ich halt, ich will so einen hier nicht sehen und so, wenn ich den noch einmal hier sehe und die schlimme Sachen, die ich jetzt nicht sagen möchte, so, weißt du, ich meine, und ich lieg dann so in dieser Ecke drinnen, weißt du, da war so eine Ecke-Couch, weißt du, ich lieg da so in dieser Ecke drinnen, ich höre das so, und dann hab ich halt so gemerkt, dann ist halt mir halt so klar geworden, ja, die nehme ich eigentlich auch gar nicht richtig an, wenn du das wirklich so siehst, wie das Sache ist, wie die auch mit mir dann geredet haben und so, du merkst das halt nicht, wenn du nicht gecheckt hast, ne? Und ja, das stimmt, es gibt auch diese, aber wir sind hier in Deutschland, guck mal, auch, also ich meine, obwohl, das gestern... Das ist doch Deutschland, Bruder, das meine ich halt so, und dann wurde mir halt einiges klar. Aber das kannst du nicht vergleichen mit Irak, mein Bruder, das stimmt, das wollte ich auch gar nicht. Das ist schlimm, aber was du machen kannst, du änderst Gegend, fertig, du chillst einfach nicht mehr da. Hier in Deutschland, du hast die Lösung abzuhauen, aber was mit den Leuten da drüben? Ja, habe ich ja gemacht, guck mal. Ganz kurz, sag du, Bruder, sorry. Die werden direkt geköpft, dies, das, gefoltert, ja, Mulkiemin, bla bla bla. Diese Leute sind schlimm, oder bei denen ist schlimm. Aber hier noch, Gott sei Dank, hat man noch. Aber bald, richtet sich das recht, Bruder. Mit diesen gestern, diese Leute. Ach, Bruder, die gehen Dings. Aber guck mal, stell dir mal vor, Bruder, du hast beste Freunde, mit denen wächst du auf, mit denen, du teilst alles mit denen. Ist jetzt mal kurz ein dummer Vergleich, so ist das vielleicht ab und zu nicht besser, statt dass du 5 wahrhaftige Brüder verlierst, würdest du lieber dein Dings verlieren, deine Nackentherapie?
Und so war das. Das waren so meine wahrhaftigen Brüder, die ich hatte. Und danach hatte ich so niemanden mehr. Weißt du, ich meine, das war gefühlt so wie Dings. Ja, aber die waren doch auch Türken, hast du gesagt, gell? Ja, die waren alles Türken, Araber, Libanesen, Tunesier, das war alles, Bruder. Aber ich war der Einzige, der hier Ruski war, so, weißt du, schon? Mhm. So, das meine ich halt. Und seitdem habe ich mir, deswegen weiß ich halt so viel, was heißt so viel, ich weiß schon gut was, da habe ich mir halt übelst Gedanken gemacht. Ich so, ey, irgendwie. Du hast auf jeden Fall, du hast den Radikalen erwischt, ich schwör's dir. Du hast genau den Radikalen erwischt. Der hättest du einfach die Bullen gerufen, beides. Weißt du, ehrlich, ohne Spaß, weißt du, was für Gänsehaut ich hatte, wo ich gehört habe, so, der hat so geschrien, so, wo ist der Ungläubige, wo ist der? Ich will, egal ob Russe, Pole, ich will nie wieder jemanden hier sehen und so. So, weißt du, was ich meine? Da denke ich mir, Bruder, Alter, was ist los mit euch so? Ohne Spaß. Und da, davor so ins Gesicht lächeln. Ja, hallo. Ja. Und das ist das halt, was ich meine. Ja, um Gottes Willen, ich vergleiche das nicht mit diesen schlimmeren Sachen da, Alter. Da habe ich noch Glück gehabt, Mann. Aber du weißt auch nicht, hätten die mich erwischt, was sie gemacht hätten. Weißt du auch nicht. Ja. Die haben nicht umsonst. Ja, hier ist es noch gut. Naja, aber die hatten alle Schiss, die so, hey, du musst dich jetzt ganz schnell, du weißt, so 8, 9 Kollegen. Du kannst es vermeiden, du vermeidest die Ecken und fertig ist. Ja, das sowieso sind Geschichte schon allen. Bruder, ich hab denen zu viel geholfen, zu viel, weißt du, Liebe gezeigt. Und dann merkst du so, du bist nicht wie die, das Mensch. Aber du musst denken, nicht alle sind so. Du darfst nicht jetzt alle Personen beziehen. Wegen der Religion. Nein, sowieso nicht, Mann. Ich habe zum Beispiel auch einen, ich bin zurzeit in so einem Dings da, Bewerbungstraining. Da ist auch einer, der versucht, ich rede mit ihm voll oft, ich schwör's dir über Dings da, sorry, schwören darf ich. Ja, guck mal in die Kommentare, wenn das für dich ein Trauma ist, dann guck in Irak. Also wirklich, das war schlimm, ich hab das doch gar nicht verglichen, Mann. Ah, woher später dich? Ich habe einfach gesagt, dass das einfach ein einschneidendes Erlebnis war in meinem Leben, wo ich darauf getroffen bin, Alter. Ganz einfach. Auf jeden Fall. So, ehrlich, Mann, diesen Typen, den ich bei diesem Bewerbungstraining habe, wo ich bin, ne, Bruder, wären alle Muslime so wie der ohne Spaß, dann wäre wirklich Islamfrieden. Sag ich dir ehrlich. Weil, ja. Der ist wirklich so, er sagt so, diese ganzen Leute, wie hier, die reinkommen, irgendwie debattieren wollen und, das sind einfach Heuchler. Das sind einfach Heuchler, so, weißt du, ich meine? Ja, wollen... Pablo, immer noch, aber gestern, davor war ein Muslim, wir haben mit einem Muslim geredet. Aber ja, du darfst jetzt nicht alle Leute jetzt beziehen, deswegen. Nee, mach ich ja gar nicht, Bruder. Ich rede ja gerade über genau die, Leute, die nicht so sind. Guck mal, zum Beispiel, das war einer, du hast noch gesagt, gebrochene Deutsche, das war einer, der eingewandert ist. Ja, weil diese Leute sollte man Check machen, dies, das. Aber die Leute, die hier geboren sind. Nee, es war ein Ältester von denen. Marokkaner, die hier geboren sind. Ich sag dir, guck mal, die Leute, die hier geboren sind, bei denen darfst du jetzt nicht hingehen und sagen, deine Religion. Ja, so läuft das nicht. So wirst du nur Feindlichkeiten und vielleicht irgendwann wirst du Feinde machen, wenn du so weitermachst. Bruder, herzlich bitte, ich habe das mit keinem Wort gesagt. Du musst wissen, bei wem du machst so, bei wem du ins Gewissen einredest, wie du dein Wissen einsetzt, musst du wissen. Manchmal bin ich auch blöd, aber ich bin blöd, wenn sie zu mir blöd werden. Dann werde ich noch blöder. Mhm. Aber wenn ich merke, diese Person kann mit mir normal reden, sie führt mit mir einen Dialog, dann gehe ich in den Gewissen rein. Also ich hatte auch hier Leute, mit denen habe ich ganz normal geredet. Ich bin sogar Freunde mit Muslimen hier. Die Muslime kommen hier, ich beleidige Allah, also ich bin immer noch hier. Bruder, ich weiß doch, bei mir ist doch genauso, Mann. Ich bin nicht gegen alle, Mann, um Gottes Willen, Bruder. Die meisten sind sogar gute Menschen. Das ist das Problem, weißt du, was ich meine? Ja, du musst wieder. Die sind gute Menschen, aber wenn die halt wirklich die Lehre verfolgen, dann werden es keine guten Menschen mehr, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Der Mensch an sich ist gut. So, die meisten sagen, ich bin nicht dafür, dies und das. Und dann, die wissen halt nicht, was da steht, weil die das nie aufgeschlagen haben. So, und ja, ich sage jetzt. Die kennen ihre Bücher nicht. Die kennen gar nichts. Genau, die haben keine Bücher gelesen. Genau.
Ja, Bruder, denkst du, die haben einmal die Bibel, den Koran, irgendwas aufgeschrieben? Niemals, Mann. Die gehen lieber Shisha-Bar-Dings da und so, Mann. Ja, die haben gar nichts gelesen, die wissen. Ehrlich, und Spaß. Und ich nehme das, ich nehme denen das nicht mal übel, sag ich dir ehrlich. Diese Koran, was da alles drin steht, behandelt ihn gleich, aber warum nimmst du es für dich in Anspruch? Was meinst du denn genau? Mein Bruder, was meinst du denn genau? Oh ja, Leute, was soll ich jetzt sagen? Also, ist eine Ehelehre am Ende, dieser Islam. Was soll ich dir sagen? Na, auf jeden Fall, Bruder, jetzt nochmal sorry wegen vorhin, ne? Alles gut, aber guck mal, der Junge, ja, der konnte, der hat geredet. Du hast gute Nasir gegeben, auf jeden Fall. Ich habe ihn doch eingeladen. Er hat gesagt, komm hoch, der ist gekommen, er hat geredet. Guck mal, das Ding ist, er ist ehrlich. Er ist sowas von ehrlich. Er hat geantwortet mit so. Boah, der war ehrlich. Er hat gesagt, ich weiß nicht darüber. Er hat ja nicht diese gespielt. Guck mal. Es gibt Muslime, guck mal. Es gibt Muslime, ich zeig dem was. Die Philosophie, die kommen, die machen mir halbes Jahr, die kommen, die antworten nicht. Aber er, der hier war, der Abu Majin, er hat direkt jede Frage wie im Pfeil geantwortet, erstens. Und zweitens, wenn er nicht wusste, er hat gesagt, ich weiß nicht. Er hat direkt gesagt, ich weiß nicht. Und weißt du, wie ich respektiere diesen Satz, ich weiß nicht. Ich respektiere diesen Satz richtig, weil ich selber, wenn jemand mich fragt, was über Bibel, ich sage selber, ich weiß nicht. Wenn ja, ich Bruder, irgendwas nicht weiß, ich weiß nicht. Das zeichnet Stärke aus. Ich bin hier nicht. Aber weißt du, darf zu ich mir ein, zu mir wird er korrekt sein, Löwenherz, wir sind Landsmänner, glaub mir, Bruder, ich rede doch mit ihm, so. Aber darf ich dir mal erklären, was meine Seite ein bisschen war, so? Ja. Weil der hat doch gesagt, er will Scharia, also so ein ehrlicherer kannst du nicht kriegen. Ja, so ein ehrlicherer kannst du nicht kriegen, Löwenherz. Ja, weißt du, was ich meine? So ein der hat gesagt, er will die Gesetzgebung. Aber das Ding ist, er weiß nicht. Guck mal, ich habe vorhin Abu Bakr gesagt, aber. Nein, guck mal. Das Ding ist, aber warte. Das Ding ist, er weiß gar nicht, was Scharia ist. Du beurteilst ihn dir, ja, was Scharia, du bist Scharia. Er weiß gar nicht, was Scharia ist. Hallo, er weiß nicht, was Scharia ist. Er weiß gar nicht. Er weiß nicht, was das heißt. Er weiß nicht, was die Bedeutung heißt, Scharia. Er weiß es nicht. Wenn er wissen würde, was mit ihm gemacht werden würde. Der ist 5 Tage wieder hier. Er wird direkt verlassen. Er wird seinen Islam verlassen. Du musst mit den Leuten entgegenkommen. Und deswegen sage ich, wenn ein Muslim kommt, komm nicht dazwischen. Wenn ich rede, lass mich alleine mit denen reden. Ich brauche keinen eigentlich, Bruder. Deswegen habe ich jeden Mord die Rechte weggenommen. Mhm. Ich will eigentlich Alleingang machen, Streams ab jetzt. Nur davor, Leute kamen hoch und. Nur, ich will allerhöchstens wie du jetzt. Okay. Du bist hoch und ich schon noch einen zweiten. Ich küsse eins, Bruder. Also, ey, ich verstehe dich komplett, ne? Und deswegen habe ich mich entschuldigt vorhin, dass ich halt, ich habe oft zwischengequatscht und so, aber Bruder, es hat mir auf Herzen gebrannt. Weißt du warum? Ihr sagt gleich, ja, warum? Weil ich schon oft, ich habe diesen Abu Majin oft gesehen, weißt du, und der war in vielen Streams. Egal. Und tatsächlich, warte ganz, ja, okay, ist egal, Bruder, aber lass dich bitte von mir erklären, von meinem Herzen, weißt du, was ich meine? So, für dich ist das nur irgendein Muslim, der hier reinkommt, weißt du, mit dem du reden kannst. Ich verstehe dich auch. Man, der hat mich Nedges genannt. Der ist gekommen, der hat mich Nedges genannt, in die Fresse. Der hat gesagt, in der Moschikuna Nedges. Und der hat mir in die Fresse gesagt. Der hat mir in die Fresse gesagt. Bruder, und weißt du, was ich ihm gesagt habe? Ich habe gesagt, ich feiere dich. Dankeschön. Ich habe ihm gesagt, Dankeschön. Dankeschön. Ich will es nicht anders. Ich bin nicht Takia. Danke. Nenn mich Nedges. Ja, ich wollte das. Dankeschön. Und genau deswegen will ich mit ihm reden. Wegen so Leute, von dir, wirklich, guck mal, das, was du jetzt auch gesagt hast. Ich kann nur von dir lernen, ohne Spaß. Das, was du gesagt hast, war auch wieder sehr stark gerade. Du hast recht. Du hast einfach recht. So. Mhm. Und weil ich halt von ihm voll viel gesehen gehabt habe und ein bisschen, weißt du, hier, wie heißt das? Mein Herz hat gebrannt, weißt du, was ich meine? Weil ich wollte ihn nicht von diesen Sachen loslassen und da habe ich auch ein bisschen überregelt, hast du safe recht, aber ich habe komplett Punkt voll am Pochi. Egal. Aber du hast recht, Bruder, ehrlich, mach so, wie du magst, ehrlich, hol nur 1, 2 hoch und du machst schon sowieso alle platt. Sag ich ehrlich. Ja, weil wenn da Salat ist, einer will reden, einer will auch dazu sein Self sagen. Ja, oder eigentlich braucht keine Hilfe von niemand. Das kannst du hier alles alleine machen. Aber Bruder, ich bin korrekt zu den Leuten, ich hol hoch, bam und so. Aber ich brauche keine Hilfe. Höchstens vielleicht, Bruder, von wem ich die Hilfe brauche, ich gebe zu Sicario. So, ich könnte mit Sicario hier Alleingang machen.
Aber so, aber ich hole auch ein paar Freunde. Oder was soll ich dir sagen? Es ist doch TikTok, oder? Man holt die Leute auch und. Ich bin auch nicht blöd. Aber wenn ich viele hole, dann wird es mehr Fitner als Aufklärung. Verstehst du? Ja, dann ist halt Salat, wie du sagst. Ne? Ja, es wird Salat und es nimmt in die Richtung Fitner. Und ich will hier keinen Fitner machen. Ich bin gekommen, hier nach TikTok, weil ich mich verarscht gefühlt habe von Islam. Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe, Bruder. Ja, Sicario best auf jeden Fall. Sicario direkt. Und manchmal so, zum Beispiel, wenn der wahre Glaube zum Beispiel auch hochkommt mit Urban, auch hole ich hoch. Boom, boom, boom. Aber Bruder, fuck. Sie sind Bruder, ja Fax und Urban, Bruder, Fax sag ich. Urban und der wahre Glaube, Bruder. Boah, Endlevel. Ja, wenn die ab und zu mal vorbeikommen, ich hole sie auch gerne. So. Endlevel. Aber ich sag dir von dir aus auch, ich muss Lob aussprechen, ehrlich mal, Bruder, du kannst auch alleine aus, sondern. Natürlich kann ich alleine, deswegen bin ich hier gekommen. Deswegen, ich hab alles alleine gemacht. Ist das vielleicht besser so, dass du halt so machst, so weißt du, du debattierst und dann sagst du, okay, jetzt holen wir mal ein paar hoch für eine Zeit. Oh, mein Bruder. Weißt du, mein Bruder, ich debattiere nicht. Ich kläre auf. Sorry. Ich sehe keinen Raum. Ich sehe keinen Raum. Ich habe wieder falsch gesagt. Ich habe wieder falsch gesagt. Nein, nein, alles gut, alles gut. Aber ich meine, du hast nicht falsch gesagt. Ich wollte dir so sagen. Ich debattiere nicht, ich kläre auf, Bruder. Weil ich sehe, der Islam hat keinen Raum zur Debatte. Der Islam hat keinen Raum zur Debatte. Da ist kein. Boah, Gänsehaut. Was ist denn da debattieren? Was gibt es da zu debattieren? Da gibt es nur zu aufzuklären. Gänsehaut. Es gab ein Mann, der kam gestern hier, der hat gesagt: Ich finde, diese Islam-Probleme nur Muslime sonst aufeinander klären. Ex-Muslime mit Muslime. Der hat gesagt: Wenn die anderen sich einmischen, ist nicht gut. Das nimmt Richtung Fitna. So hat er gesagt. Der hat gesagt: Muslime sollten Ex-Muslime sollten Muslime aufklären. So hat er gesagt. Zwar richtig stark auf jeden Fall. Gute Aussage, auf jeden Fall. Aber das nicht Muslime das machen. Guck mal, ist auch gut, dass nicht Muslime das machen, aber man muss auch den Gefühl haben, wie Muslime sind. Mhm. Ja, das kannst du halt nur als Muslim, Ex-Muslim wissen halt, ne? Stimmt schon, hast recht, Alter. Ja. Du kannst halt wissen, wie die denken, wie die ticken und so. Aber das Gute ist auch, jetzt, wo ich auch mal zur anderen Seite sagen muss, von außen, die können auch gute Sachen halt sagen, weil die von außen sagen so, weißt du, was ich meine? So, du redest halt auf Gewissen auf, guck mal, ich war auch so, dies und das, aber der von außen sagt direkt, sagt so straight so, wie kannst du, weißt du, was ich meine? Hm. Verstehst du? Ja. Ja, was ist zu machen, Bruder? Ach, nix, Bruder. Du machst richtig aufklären. Jetzt habe ich richtig gesagt. Aufklären. Ja, Gespräche aufklären. Auf jeden Fall keine Debatten. Ich sehe keinen Grund zur Debatte zu Islam. Die Leute sagen Islam-Debatte. Was für Debatte? Was wollt ihr da debattieren, Leute? Ja, hast recht, man kann gar nicht drüber. Wir machen ein Thema Debatte. Was für Debatte? Islam hat keine Debatte. Islam ist eine Aufklärung, ist ein Müll. Was willst du debattieren? Müll debattieren? Islam. Murtad, ich sag, Bruder, zum Beispiel heute war zu viel Salat. War zu viel Salat, Bruder. Und ich habe mich angepisst gefühlt, dass man einfach die Leute hochgeholt hat und so, weil ich wollte immer alleine Stream machen oder höchstens eine Person. Aber wenn manchmal 8 Leute auf einmal oben sind, ich krieg so einen Anpiss, Bruder. Und dann habe ich nicht nur von dir, ich habe von allem Mods hab ich weggemacht, wo ich war. Ich war gar nicht, ich war noch nie. Auf Alkohol war ich ein bisschen oder so. Aber ich habe mir gedacht, Bruder, die Leute machen Salat. Warte, Bruder, lass mich doch hin. Ich habe mir gedacht, die Leute machen Salat im Mainstream, dies, das. Ich habe einfach ein bisschen gedruckt. Ich habe von alle weggenommen. Ja, aber es ist richtig so. Ich habe mich ein bisschen angepisst gefühlt, Bruder. Aber jeder kam hoch, runter. Ich dachte mir, Bruder. Wenn ich ganz kurz was sagen, hi Mutat, ganz kurz so, Bruder, mach wirklich nur so ein paar Mod. Du brauchst nicht viele wirklich so, weißt du nicht? Nein, ich gebe Mod, Bruder, ich gebe Mod. Aber zum Beispiel Moderechte, zum Beispiel, ich gebe jetzt nur Mutat und höchstens 1, 2 und das war's, Bruder. Das meine ich halt, weil wenn du ein paar mehr gibst, Bruder, dann ist dieser Salat. Dann ist dieser Salat, was ich dir sage. Guten Morgen. Ey, Mutat, kannst du mir helfen? Aber jetzt, am meisten, guck mal. So viele Leute Mut, Alter. Ja, ich hab doch gestern getrunken, ich habe mich angepisst gefühlt, ich habe von jedem die Reihe nach weggemacht. Ja, ist doch okay, nimm weg, Bruder, aber gib doch... ich hatte nicht mal. Aber gib doch nicht jeden Verwaltungsmut, Alter. Ja, das stimmt. Boah, weißt du, warum es zu Mord kam bei jedem? Boah, es war oft, ich hab Stream 100 Leute, 200 Leute und Salat in den Chat. Ja, Bruder, du brauchst keine 20...
Also du brauchst keine 20 Verwalter, Bruder. Und Fax, Fax, der Chat muss rollen, Bruder. Der Chat muss rollen. Der Chat rollt immer, Bruder. Bruder, gib Chatmods, aber Verwaltung, Bruder, kann ich auch mir wegnehmen, kein Problem, Bruder. Nein, aber, nein. Du musst halt... Dann mach paar rein. Ja, Bruder, die ficken, die machen die kaputt, Alter. Die schicken dir die ganze Zeit Leute hoch und nehmen runter. Ja. Ich hab ja. nur denk nachgekickt, Bruder. Aber der ist wirklich ins Gewiss eingegangen, der scheiß Psychologe. Hm? Das ist ein scheiß Psychologe, dieser Denkner. Der ist, Digga. Den darfst du gar keine Bühne geben, Pax. Der ist ein verklatschter Deutscher. War egal mit denen einfach. Aber guck mal, wie ich sage, Bruder, ich sehe keinen Grund zur Debatte in Islam. Also, was willst du da debattieren, diese Müll? Du, Bruder, du bist der Erste, der das wirklich so krank ausspricht, weil es ist so, du kannst halt mit denen nicht debattieren, weil es nichts zu debattieren gibt. Es ist Fakt. Es steht schwarz auf weiß. Punkt. Islam-Debatten, Jokes on them, bro. Das ist wirklich Joke. Islam-Debatte. Was war denn Islam-Debatte? Das, kennst du dieses Kofferspiel? Dieses, wo du so einen Koffer ziehst? Innal Mushrikuna Najizun. Wala yuqribu Masjid al-Haram. Dieser Koran ist so ein Müll, Mann, also wirklich. Was denn, Bruder? Was meinst du gerade? Was meinst du? Dieser Koran, der sagt, die also, Ungläubigen und die Muschrikon und die Polytheisten sind Dreck. Also lass sie nicht in den Mekka reinkommen. Das ist Katastrophe, ehrlich, Mann. Nah kommen, nein, nicht reinkommen, nah kommen. Du darfst nicht mal nah in die Nähe. Es ist so eine Straße. Hier, da Kufar ist nach rechts und links nach links, Bruder. Was soll ich sagen? Ja, Dreck, unrein Dreck. Ja, ich nenn's Dreck, Mann. Ich nenn's direkt Dreck, Bruder. Nidges, Alter. Was denn? Guck mal, Nidges. Unreinheit, Dreck. Doch, Dreck. Was willst du mich verarschen? Nidges, Dreck, Mann. Ja, Nidges ist Dreck und unrein, weil Dreck ist unrein. Nidges ist einfach. Dreck. Ganz einfach, Alter. Ey, mich verarscht, spielt er mit Zement. Nidges ist Dreck, Mann. Er versucht diese Wortspiele zu machen. Mushrikun sind Dreck. Und was sagt Allah? Allah, guck mal. Du bist schon hier, gell? Lass mal im Buch. Na, Bruder, mach ein paar Bilder. Zeig mal ein paar Bilder. Nein, ich hab ein Koranvers für ihn. Autoli ba'ada dalika zanim. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Allah nennt eine Person. Bitte zu Allah, bevor zu euch gebetet wird. Aber warum Allah nennt eine Person Zanim hier? Warum? Warum Allah sagt eine Person TikTok sportlich HS? Ach, man sieht das nicht ganz, Bruder. Man sieht es nicht ganz alles. Ach, machen wir so. Diese Raster? Machen wir diese Raster? Ja, Allah nennt jemand heiß hier auf Arabisch. No, top of all and legitim. Erlaubt das. Zanim kommt von das Wort Sinne. Das heißt Sinne, HS. Eine Sinnerfrau, Sohn von Sinne. Zanim. Ah, boah, Alter. Mashallah. Echt heilig. Holy, bada, delika, Zanim. Bruder, und das Lustigste ist auch, Alter, hier, dann kommen Leute rein, die können kein Arabisch, Mann. So wie dieser Belmin, der kommt aus Sanjak. Sanjak, weißt du, was Sanjak übersetzt heißt? Nein. Verwaltungsgebiet. Weißt du? Ah, ja, doch, habe ich vergessen. Weil, guck mal. Bosnien und Dings da, weißt du, wo die halt da islamisiert haben und das ein eigenes Gebiet geworden. Weißt du, von wo das Wort Sanjak kommt? Von den Osmanen. Die Osmanen haben auch Sanjak, das Sanjak von Jerusalem. Das war Palästina früher in der osmanischen Zeit. Boah. Überleg mal, Bruder. Du sagst, ich bin, die sagen immer, ich bin Sanjaklia. Bruder, damit sagen die, ich bin Verwaltungsgebietler. Das ist wie, nicht Ukraine. Doch, Ukraine heißt, glaube ich. Weißt du, was Ukraine? Ukraine heißt auch sowas wie Grenzgebiet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das so Ukraine von Krajewski oder so irgendwie abgeleitet, weißt du? Und diese Wörter, wenn du die wirklich mal hinterfragst, das macht Kopf kaputt, Alter.
Sanjak. Ich bin Sanjaklia. Bruder, du kommst aus einem Verwaltungsgebiet, Alter, und deine Eltern wurden damals gemacht, Alter. Weißt du was, Schweine? Mhm. Einfach alle haben Angst vor Fax, Alter. Die haben einfach alle Angst vor dir, Bro. Geil, komm, durch hier. Mhm. Du hast, war Hamdi bei dir? Ja. Was hat er gebabbelt? Mit Scheiße, ich hab den gezeigt, ich hab den Vers gezeigt. Also ein Hadith, da steht wegen Nuckel, Brustnuckel, der Frau. Ja, wie kam der rein, ganz kurz? Wie kam der rein? Ich war mit der wahren Glaube, wir haben geredet, gelacht, geplaudert, dies, das. Dann ist er rausgegangen, hat gesagt, gute Nacht. Dann ist er gegangen, ich hatte dick Zuschauer. Dann ist er hochgekommen, der hat Anfrage gestellt, gell? Und ich hatte den Redal Kabil, ich hatte diesen Vers da drinnen. Dieser Vers vom Brustnuckel von Frauen, Erwachsene. Ich hatte es genau da. Der Hamdi kommt hoch. Und ich bin allein und er ist allein. Wir sind allein. Und dann sage ich ihm, was hältst du davon, von diesem Vers? Dass eure Frauen mir Brust geben dürfen. Ich habe es direkt so gefragt. Der sagt, ah, das steht auch bei euch in Bibel, sagt er mir. Ich habe gesagt, das steht bei uns in Bibel. Und dann sagt er, der nimmt mir direkt den Vers. Und dann sage ich mir, okay, war eine Sekunde. Ich mache den Vers auf. In der Zeit, ich lese in den Kommentaren, lass ihn nicht springen. Weiß ich, die Leute direkt, lass ihn nicht springen. Ich habe gesagt, kein Problem. Ich gebe ihm ein bisschen Luft. Ich will sehen, worauf er hinaus will. Und so. Ich gucke den Vers und da steht, und von den Nationen holst du die Milch und aus den Brüsten der Könige wirst du sie saugen. Und ich habe gesagt, hör mir mal zu, holst du Milch aus Nationen und sagst du sie? Ich habe gesagt, verstehst du überhaupt Deutsch? Hamdi, hast du Verständnis von Deutsch? Habe ich gesagt, lass mich ausreden. Nein, ich habe ihn direkt runtergeschickt. Ich habe ihn direkt runtergeschmissen. Ja, zu viel Kamiloch in der Vertrag, sowas nicht. Was ist das denn? Guck mal, und das ist halt das Problem, die versuchen aus der islamischen Sicht das zu sehen. Aber das Ding ist, bei denen gibt es keinen Kontext. Der nächste Vers ist ein anderer, hat gar nichts mit davor zu tun. Und die checken das halt nicht, dass in der Bibel das so, es ist auf etwas bezogen. Weißt du, was ich meine? Wenn die jetzt, die wird das bestimmt irgendwann kommen, Johannes oder Lukas, Lukas 19, 27 oder so. Da steht ganz unten, ne, der letzte Vers, da steht so sinngemäß, er wird sie, aber ich mach das mal auf. Und die verdrehen das halt komplett, weißt du, weil wenn du mal den Anfang liest, geht es darum, dass ein König Scheiße gebaut hat und dass das am Ende sozusagen ein Gleichnis ist, weißt du? Ah, ich kenne es doch, ja, ich kenne es doch. Ja, und die und damit wollen die rechtfertigen, dass Jesus hat getötet, TikTok sportlich. Ja, ich kenne es. Ich kenne ihre ganzen Scheinargumente. Nichts ist mir fremd. Ich weiß schon, wenn die damit zu mir kommen, ich weiß schon, wie zu verteidigen. Also. Nee, ich meine halt nur, weißt du, die kommen halt mit so Scheinargumenten, aber bei uns ist es ja ganz anders. Es ist ja nicht so, bei denen ist ja der Vers hat was mit dem zweiten zu tun und der dritte ist dann was ganz anderes, der vierte ist wieder was anderes, der fünfte hat was mit dem ersten zu tun, so voll durcheinander, weißt du, aber in der Bibel ist halt so, es gibt einen Kontext, so. Und die können das halt nicht verstehen, weil es bei denen halt nicht so ist, ne? Das meine ich. Vom das Punkt her. Ich habe keine Ahnung, die sind Jahils. Ja, safe. Du halt. Ja? Also, keine Ahnung, kamen die vom Leben. Dieses Buch ist abgelaufen, diese Koran, also wirklich. Und dass man die Bibel noch angreift. Wie kannst du die Bibel angreifen, wenn euer Buch voll mit... Eigentlich, die denken, wir sollen was beweisen. Sie sind in der Beweislast. Und die greifen sich selber an. Später. Ja. Weißt du, das ist das Lustige daran. Wenn die diese Schrift angreifen, die greifen sich eigentlich selber an, wenn du es so siehst. Ja, sie kamen später. Sie müssen beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Sie müssen zeigen, geschichtlich, dass die Kreuzigung nicht standfand von Jesus, dass es fake war. Sie liegen in der Beweislast, uns zu zeigen, dass die Bibel gefälscht ist. Sie müssen es uns beweisen. Die Bibel ist sogar besser erhalten als der Koran selbst. Das ist doch ein Witz, Mann. Die Bibel ist tausendmal besser erhalten als der Koran selbst. Nicht mal andersweise. Der Koran ist gar nicht erhalten.
Null. Erstens, ich sag dir eine Sache und dann darf ich noch was sagen, ganz kurz. Urban hat gestern, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, der hat Stream gemacht, der hat so komplette, der lädt das auch auf YouTube hoch, der hat komplett, Bruder, der hat Ende gemacht. Komplett, er hat halt ein Livestream darüber gemacht, wie der Koran zusammengestellt wurde. Ja. Bruder, ich sag dir, ne, wenn der hochlädt, schick dir direkt, der hat Ende gebracht. Der hat Ende gebracht. Weil es wurde, keine Ahnung, 5 bis 6 Mal alles verbrannt und neu selbst geschrieben und interpretiert von verschiedenen Leuten. So. Ja, man erkennt es schon an den Schriften. Also allein an den Urmanuskripten kommst du schon an den Schluss. Aber der hat es gezeigt anhand der islamischen Quellen. Das ist noch witziger. Das ist das. Ich schick dir das auf. Das ist komplett. Aber alleine von der Geschichte, Archäologie kommst du selber an den. Von der Archäologie, du kommst auf den Entschluss, dass es in den Jahr 1040, da wurde der Koran so punktiert und. Mhm. Weil auch die erste Sammlung von Sahih Bukhari ist erst ab dem Jahr 1040. Obwohl Bukhari sagt man ja, Bukhari kam 200 Jahre nach dem Prophet, ja. Mhm. Aber die erste Kodex von Bukhari kommt aus dem Jahr 1040. Wusstest du das überhaupt? Das habe ich letztens von dir gehört, Mann. Das habe ich ehrlich von dir erstmal gehört, auf jeden Fall. Der erste Kodex von Bukhari kam erst viel später. Es gibt ein paar Einzelmanuskripte von Bukhari, aber nicht mal annäherungsweise wie dieses ganze Buch. Aber so ein ganzes Buch von Bukhari, der ganze außer ein Kapitel fehlt irgendwas. Also die haben später ein Kapitel dazu addiert, heißt es. Mhm. Also ein ganzes Kapitel, also so, die ganze Kodex. Jahr 1040. Also es gab kein Bukhari vor dem Jahr 1000. Überleg mal, Urban hat auch mal gesagt, ja, Bruder, guck mal, er hatte, glaube ich, was hat er gesagt, 5000 oder 50.000 irgendwas, denkst du? Und er, dann wurde halt beschrieben, was er dafür machen muss. Er muss die Leute halt nach der Kette fragen, er muss den Dings da Hadith komplett deuten, ob alles richtig ist, er muss das und das machen und der hat das so ausgerechnet, ne? Ach so, ja, mit Bukhari, der hat doch 100.000. Irgendwie 200 Jahre. Guck mal, ich sag dir, der hat 100.000 Hadithe gemacht, ja. Für jeden Hadith, den er überprüft hat, hat er 1/2 Stunde gebraucht, überprüft genau, nur einen. Halbe Stunde und er musste aber davor 2 Rakat beten und er musste Gebetswaschung machen für jede Hadith. Das heißt, du musst 100.000 mal durch 2 sind wie viel? 50.000 Stunden, willst du mich verarschen? 50.000 Stunden hat er gebraucht dafür. Jetzt mach 50.000 Stunden durch 24, hast du die Tage. Das sind wahrscheinlich 2250 Tage. 2250 Tage. Wie viel sind das in Jahre? Oder ich habe eine Fehlrechnung gemacht. Doch, ich habe eine Fehlrechnung gemacht. Bei 100.000 Hadithe, halbe Stunde, eine Stunde war das, oder? Wie viel war das? Halbe Stunde oder eine Stunde? Ja, wenn es halbe Stunde ist, dann muss man durch 2 machen. Sind es 50.000. Und 50 durch 24, 2500. Eigentlich, oder? Ich mache auch jetzt Stream aus, Leute, glaube ich, langsam. Bruder, bist du noch da? Guten Morgen, Bruder. Ich mache jetzt aus. Ich habe gerechnet, ja. Sorry, Bruder. Ja, Mann. Ich gehe eine Runde mich hinlegen. Jetzt gibt's eh nichts. Gute Nacht, ja. Gute Nacht, Bruder. Erzähl mir. Guten Morgen, Gott segne dich. Ey, und ich vergiss nicht zu schreiben wegen nichts, Mann. Ich mach die später. Ah, 600, warte. Da ist die Rechnung. 600.000 Hadithe. Dankeschön. Ich will erstmal die Rechnung machen. 600.000 Hadithe. Halbe Stunde pro Hadith. Das wären 300.000. Warte. 300.000 Hadithe. 300.000 Stunden. 300.000 durch 24. Ich mach die Rechnung schnell. Da sind 1, 1, 5. Jetzt kommen die Nulle. 1, Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Nulle, oder? Ne. 150.000? Ne, 15.000 Tage. Das sind 15.000 Tage. Oder 150.000 Tage? 15.000 Tage, doch, das ist ja mal 3. Weil ich habe gesagt 1000, ja, das ist mal 3. Das ist dann mal 3, ja. Das sind 15.000 Tage. 15.000 Tage durch 365.
42 Jahre. 20 also, Jahre, wie viel? 42 Jahre habe ich raus. 150 Jahre durch Dingser und durch 356. Also 42 Jahre, Bruder, wo du... Warte, 42 Jahre nur die Überprüfung, ja? Der Mann hat noch gelebt, der ist noch gefahren, er hat noch das, er noch. Also er hat 42 Jahre nur überprüft Hadithe. Ja, und jetzt muss er vorlegen, er muss noch beten, er muss zu den Leuten... Nee, ich hab das alles gerechnet schon. Das ist mit der Rechnung da. Du hast es gesagt. Also du musst 365, also wie viel habe ich nochmal gesagt? 15.000. Mach 15.000 durch 365, was kommt da raus? Mach mal. 15.000 durch 365. Boah, das lädt 100 Jahre, Mann. Das geht nicht. Mach genau diese Rechnung. 15.000 durch 365. Was kommt da? Lädt. So, das kann ich eingeben. 15.000 durch 365. Gleich 41,5 kam da raus. Ich habe ja gerade schon gesagt, Bruder, 42 Jahre. Aber ich mache noch mal für dich, Bruder. Rechnen. Ja, Bruder, das ist das Gleiche, kannst wieder zurückkommen. Ja, ich habe 41 Jahre bekommen. Bam, Bumba, Bumba. Ich habe die Rechnung im Kopf gemacht sogar. Siehst du? Siehst du? Ich habe auch Reizzeit, Bruder. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Genau das, 1:1. Das heißt, er war nur damit beschäftigt, das auszuwerten. Und wie alt wurde er? Ich glaube 60 oder so, ne? Oder irgendwas? Ja, 60, 70, sag, egal, der ist gereist, der hat das, er hat das gemacht, siehst du, es gibt keinen. Das ist alles fake. Und die erste Sammlung wurden 200 Jahre nach seinem Tod gefunden. Er hat nie geduscht und gegessen. Ja, exakt. Er hat mir keine Zeit gehabt dafür. Ja, ich mach jetzt aus, oder ich keine Runde. Ratzen. Ich komm gleich am Abend, morgen so 17, 18 Uhr wieder online. Man hört sich, jawohl. Easy, wir hören uns, ja, Bruder. Schlaf gut, ne? Ich danke dir, gleich was. Gerne, Bruder. Und vergiss nicht zu schreiben, bitte. Ja, Bruder. Gott segne euch, Leute. Gottes Segen, Leute. Schönen Tag jeden. Oder guten Schlaf. Und dich auch, Bruder. Und danke für deine Arbeit, ja. Bis ich danke dir, Harry. Maschine, Bruder. Ehrlich. Es wird noch schlimmer, glaub mir. Es wird nur noch schlimmer. Ey, Bruder, du hast nur angefangen gerade. Du hast den Motor gestartet. Bruder, Gott. Gott segne dich, Bruder. Ciao.